So aufbauend auf diesem Selbstgespräch wollen wir uns einmal etwas genauer auseinandersetzen mit der Meinung von Naturwissenschaftlern. Ich sage immer wieder, die leben in einer Anderung. Um das einmal nochmal klar zu machen, sie versuchen mit Experimenten was zu beweisen und sie leben in der Welt ihrer eigenen Vorstellung von Mathematik. Und obwohl ich das in vielen Selbstgesprächen zigfach schon angezeigt habe, will ich nochmal ganz, ganz kurz klarstellen, dass die Worte extrem verwendet, falsch ausgelegt, verdreht werden und dass du nicht davon ausgehen darfst. Du, meine ich jetzt den Geist, der mich jetzt, den Sprecher, ausdenkt. Du Geist bist das Einzige, was immer ist und alles, was du dir denkst, sind vergängliche Erscheinungen, sind Informationen in deinem Kopf. Und wenn du ein Wort hörst, wird jedes Wort in dir eine Vorstellung auslösen. Jetzt geht es natürlich schon los. Mathematik wird mit deiner momentanen weltlichen Programmierung als Allgemeinbegriff für Rechnen angesehen, obwohl das mit Rechnen nichts zu tun hat. Und ich will nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass jeder normale, das heißt jeder normierte, zwanghaft programmierte Mensch ein Mathematiker ist. Wir schauen uns das ganz kurz nochmal an. Das Wort Mathematik kommt aus dem Griechischen. Wirklich nur ganz kurz, weil ich sehr oft erklärt habe. Und zwar setzt sich das aus zwei griechischen Grundwörtern zusammen. Das eine ist Mathe. Das schreibt sich ja so. Und dieses Mathe, dieses Mathema ist eigentlich nur Mathe, ist das gelernte Wissen. Zum Lernen gehörig, lernbegierig, das ist diese Grundradix Mathe. Und dann haben wir als zweites wie schlichtweg das gelernte Wissen, was jetzt sehr interessant wäre, wenn wir hier dieses Mathe in Sanskrit schreiben. Aber das wird jetzt zu weit führen. Dann kommst du nämlich erst in die eigentliche Urwurzel. Das heißt nämlich auf Sanskrit Reiben. Und Reiben ist wieder ein gespiegelter Sohn. Der spiegelt immer nur sein eigenes Wissen. Genau genommen musst du dir vorstellen, das ist etwas mit einem, aber ich lasse das, sonst werde ich zu weit gehen. Wir machen mal jetzt hier das zweite. Mathematik, haben wir ja nochmal ein Ma dran, das wird aber anders geschrieben. Dieses Mathe in der Mathematik hin wird es nämlich mit einem anderen T geschrieben. Und wenn wir die Mathematik hin uns anschauen, dann wirst du feststellen, die Mathematia ist ein vergebliches, erfolgloses Bemühen, eine Unbesonnenheit, ein Leichtsinn, wobei das reine Wort Mat in Grundform immer darauf hingeht, springen wir ganz kurz rein, töricht handeln. Wenn du ein Mathematiker bist, bist du ein Possen, ein Lügenträger. Das sind all diese Worte, die sich auf diesen Matik, auf dieser Matik, auf der Automatik, ein Selbst, das ein dummes, vergebliches Geschwätz von sich gibt, was lügenhaft ist. Ein Mathematiker ist letztendlich ein Narr, ein Tor, der Lügen verbreitet in Maßsetzung seines gelernten Wissens. Das ist die wortwörtliche Übersetzung, wenn man das geistreich liest und nicht nur geistlos nachblabbert, was einem die selbstprogrammierten Lehrer in der Schule erklären, was das bedeutet. Das führt uns gleich zu den Experimenten. Die machen wir ganz, ganz kurz. Da springen wir in das Lateinische. Da sind zwar das Beginn mit zwei griechischen Wörtern. Expari. Ex heißt heraustreten. Pari heißt ringsum. Und das nächste, was wir jetzt haben, ist dann das Experiment. Das Experiment selber kommt eigentlich von dem Wort, zuerst einmal, diese Schlusssilbe kommt von mens. Sollte man allgemein wissen, mens steht für Denken. Und es gibt im Griechischen Entschuldigung, im Lateinischen gibt es eine ST-Lautwandlung. Dauert ein bisschen, bis er das anzeigt. Mens, die Sinnesart, die Denkart, die Gemütart, das Innere, die Empfindung. Es ist schlichtweg zuerst einmal Mens, die Überlegung, die Besinnung. Viele, viele Sachen, die Gedanken. Experiment, Mens heißt eigentlich die herausgetretenen, um mich herum gestellten eigenen Gedanken. Interessantes wird es, wenn man jetzt hier diese Lautwandlung zu dem Ment machen, dann kriegen wir Menti, machen wir gleich einmal hier. Das Mentio ist die Erwähnung, die Erinnerung. Das heißt, ich erwecke, er ist ja im Hebräischen hebräisiert, das Erwachen, eine Erwähnung eines Wahns. Dieses Wort Wahn ist eine Erinnerung. Es ist, ich erwecke in meinem Inneren etwas. Was aber dann hier weitergeführt, wenn wir hier ein Stück weiter runter machen,
Dann kommen wir zu Mendior und jetzt wird es ganz interessant. Experimentior. Wir setzen ein Ior hinten dran und jetzt kriegst du etwas Erdichtetes vorbringen. Sich etwas erdenken. Etwas Erdichtetes vorbringen. Farben. Sich gegen die Wahrheit versündigen. Lügen. Auch sich selbst täuschen. Wir können hier jetzt in einem Wort zum Lügner werden. Fingieren, faseln, sein Wort, sein Versprechen nicht halten, etwas fälschlich vorbringen, Aussagen erdichten, ersinnen. Das sind die Experimente. In moderneren Wörterbüchern steht schlichtweg und einfach bei Mendior sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist die longitudinale Sichtweise jedes tiefgläubigen Materialisten, der alles mit seinen Experimenten beweist. Und das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen, weil ich immer wieder gesagt habe, ich will nicht laufend dasselbe wiederholen, wenn das sitzt. Und da verweise ich nochmal auf dieses Selbstgespräch, Holofeeling-Selbstgespräch für die angebliche eigene Meinung. Schauen wir uns mal diesen Beitrag an. Lassen wir das auf uns wirken. Und ich werde es permanent kommentieren. Er erklärte, jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert. Ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist und angesichts dessen wir uns mit unseren beschränkten Kräften demütig fühlen müssen. Da muss dir jetzt erst einmal klar sein, dass ein ausgedachter Geist, der sich manifestiert, kein Geist ist, sondern es ist schon eine Vorstellung. Du musst verstanden haben, dass es durchaus etwas gibt, was nicht gedacht werden kann. Das ist nämlich der, der sich alles ausdenkt. Sobald wir uns jemanden ausdenken, der sich alles ausdenkt, ist der auch wieder was Ausgedachtes. Es ist immer einer vor dem. Der Denker steht immer, ein bewusster Denker steht immer bewusst vor dem, was er sich ausdenkt. Und sobald wir uns einen bewussten Denker ausdenken als Subjekt für seine eigenen Gedanken, ist dieses Subjekt schon wieder ein Objekt für jemanden, der sich diesen Denker ausdenkt. Das ist der Weg, wie ich immer wieder sage, in die Einheit zurück. Das führt dich zu dir selbst, zu dem Geist, der du jetzt bist, der Geist, der sich alles ausdenkt, der sich jetzt diesen Sprecher ausdenkt, der sich seine Vergangenheit ausdenkt, der sich seine Zukunft ausdenkt. Und das, was er zu sehen bekommt, sind immer seine eigenen Informationen. Der Geist ist keine mechanische Kraft, wie die Schwerkraft oder der Elektromagnetismus. Der Geist ist keine mechanische Kraft. Jetzt ist natürlich schon ganz interessant, dass Geist selber, wenn ich jetzt weiß, dass Mech, Emchet, im hebräischen Gehirn heißt, das ist Emchet, das Gehirn, kann man sich genauer anschauen, ich will das sehr verkürzen, ist Geist, eine geistlose, gottlose Menschen, ist Mech oder Mach, haben wir auch in der Macht, ein Gehirn ist keine Macht. Ein Computerprogramm ist keine Macht. Und Ani, wissen wir, diese schöpferische Existenz eines Intellekts, die untrennbar verbunden ist. Mech-Ani. Entschuldigung. A-N-I brauchen wir. So, das ist zum einen das Ich, dieses erste Person. Eine ausgedachte Person ist aber kein Geist. Das Ganze heißt ja auch Schiff, Schiff, da bin ich schon drauf eingegangen in Hebräischen. Das ist rot geschrieben, ein schöpfersehender Gott. Aber in der Regel ist Ani das kleine blaue Ich, das ausgedachte Ich, ist ein schöpferisch existierender Intellekt. Das ist Ani. Und der fängt an zu ischen. Mechanischen. Das ist Ischen nun. Und das ist jetzt zu alternieren. Das heißt auch einschlafen. Schlafen, schlafend. Und in dem Schlaf wirst du anfangen zu alternieren. Und alternieren heißt ständig, dich in einer anderen Form zu wiederholen, ohne dass sich dabei im Schlaf an den träumenden Geist was verändert. Das heißt, wenn wir von Geist reden und ich sage der rot geschriebene Geist, wir können auch das Wort Energie dafür setzen, das man in der Physik benutzt, aber auch hier beginnt bei Physikern der große Fehler, dass sobald ich mir Energie ausdenke, ist diese ausgedachte Energie eine Form der Energie in der Einstein-Gleichung. Diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, die praktisch immer gleich bleibt. Sobald ich mir jetzt aber die Einstein-Gleichung ausdenke und ich sage, Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, entsteht schon wieder eine falsche Vorstellung durch diese materialistische Erziehung. Das heißt, man lernt zum Beispiel als materialistisch verbildeter Geist, Materie ist hochkonzentrierte Energie.
Das heißt, Energie verwandelt sich in Materie und in dem Moment, wo die Energie zur Materie geworden ist, existiert diese Energie nicht mehr. Es ist nur noch die Materie da. Ich will dir das einmal geistreich verdeutschen. Es ist schlichtweg und einfach in dem Moment, wo du dir irgendwas ausdenkst, zum Beispiel du schaust jetzt in deinem Gesichtsfeld ein Haus an, dann ist keine Energie mehr dort. Das heißt, der Geist, der sich das anschaut, der existiert in dem Moment eigentlich nur als eine ausgedachte Person, wenn du an dich selbst denkst. Das heißt, du gehst komplett in die Vergessenheit, wenn du dich in Materie umwandelst, weil du meinst, du hast mit der Materie, die du letztendlich selbst bist, nichts zu tun. Du musst es auf dich wirken lassen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass Energie zu Materie wird und in dem Moment Energie nicht mehr existiert, muss man zuerst einmal verstehen, was das Wort Existenz bedeutet. Ein Heraustreten aus. Energie kann selber weder vermehrt noch vernichtet werden und sie kann auch nicht aus sich selbst heraustreten. Es gibt keine existierende Energie in Bezug auf die Urenergie. Ich bringe immer gern das Beispiel. Ich weiß, es ist jetzt sehr verwirrend, aber ich mache es einmal ganz einfach. Wir denken uns diese nicht denkbare, immer gleichbleibende Energie, die nichts ist, weil sie nicht vermindert werden kann, nicht gedacht werden kann und die zwangsläufig auch alles ist. Dasselbe Wort wäre jetzt Geist, rot geschrieben oder Lichtrot geschrieben, symbolisieren mir dieses nicht denkbare Nichts alles. Symbolisieren mir mit 200 Gramm rote Gnede. Und jetzt schauen wir uns die Einstein-Formel nochmal an, wenn ich sage, Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Wenn wir jetzt die Form dieser Gnede verändern, das, was in Erscheinung tritt, ist immer nur die Form, aber sobald mir die Form der Energie verändert, verändert sich überhaupt nichts an diesen 200 Gramm rote Gnede, die jetzt symbolisch für etwas Nicht-Denkbares steht, nämlich für dich selbst. Für dich Geist, man kann das noch verfeinern, indem ich sage, für dich träumenden Geist, der du ständig deine Information wechselst, ohne dass sich dabei an dir selbst, an dir Geist selbst irgendetwas verändert. Oder die starke oder die schwache Kernkraft. Das sind jetzt alles ausgedachte Kräfte. Es sind Vorstellungen, die nur existieren, wenn sie gedacht werden. Geist ist Bewusstsein. Da ist das Nächste. Wenn man das rot schreibt, stimmt es. Geist ist Bewusstsein. Aber Geist ist genauso etwas Nicht-Existierendes wie Bewusstsein. Ein ausgedachtes Bewusstsein, und das musst du dir jetzt ganz dringend einprägen. Ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Bewusstsein kann auch nicht irgendein ausgedachtes Ding haben, sondern du Geist, der du mich jetzt ausdenkst, der du irgendeinen Udo ausdenkst oder einen Lautsprecher dir ausdenkst, je nachdem, wie bewusst du zurzeit bist. Du selbst bist etwas, was nicht in Erscheinung treten kann. Du bist diese Energie, die all diese Formen, die du meine Informationen nennst, annimmt, die übrigens auch dann da sind, in dir drin sind, als Seinsmöglichkeit, wenn du sie nicht in die Existenz hebst. Das ist dieses, du bist immer und in dir tauchen Gedankenwellen auf. Und du siehst immer nur deine Gedankenwellen, die Informationen sind. Jede Vorstellung, die du dir ausdenkst, befindet sich letzten Endes im Meer, in dir selber oder untrennbar mit dir verbunden. Wenn Einstein seine Meinung so grundlegend geändert hat, muss ihn etwas wirklich überzeugt haben, dass das in der Tat der Fall ist, dass das Universum lebendig ist und wir ein Teil von ihm sind. Jetzt ist natürlich schon wieder die Sache, was ist das Universum? Das haben wir wieder gesagt, das UNI. Wenn wir das rot schreiben, das ist ja die 1 und die rot geschriebene UNI symbolisiert schlichtweg und einfach, das ist also hier ein Verbundensein Gottes. Das verbundene Sein Gottes, ein Verbundensein der Gott, ohne Unterschiede. Wenn wir es blau machen, wird es ein aufgespannter existierender Intellekt. Und das Versum weiter, der ist ja drehen, rollen, in 1 gekehrt, wieder zurückgekehrt. Das ist immer wieder, was du dir ausdenkst, ist wie ein Blick in einen Spiegel, der wieder zurückreflektiert wird, bis du begreifst, dass du selbst dieser Spiegel bist, der sich nichts ausdenkt, sondern etwas um sich herum stellt in Experimenten. Das heißt, du hast immer wieder, wenn du der Rai, der eigentliche Kopf des Schöpfergottes, das wäre jetzt das rot geschriebene, wenn du dieser geistige Kopf des Schöpfergottes bist, ist ein Nichts, ein nicht ausdenkbares Ganzes. Das ist das hebräische Wort für ein Schauspiel, für einen Spiegel.
Und in dem Spiegel wissen wir, wenn wir uns jetzt den wieder als wie die Gnede vorstellen, es gibt immer ein vorm Spiegel und ein hinterm Spiegel, was genau genommen in der, wie das Wort hinter schon sagt, im Spiegel drin ist. Du wirst jetzt in deiner Verwechslung mit einem Gedanken von dir glauben, du bist vorm Spiegel, du bist die Form des Spiegels in einer dreidimensionalen, illusionären Welt und schaust in den Spiegel rein. Du schaust ja eigentlich in dich selbst rein, in dich Geist hinein. Ob der natürlich, den du dir ausdenkst, in dich hineinschauen kann, das ist wieder eine andere Frage. Und siehst dich dann hinterm Haar, hinterm Spiegel, du siehst dich in dir selbst, wenn du begreifst, dass du der Spiegel bist. Man muss nur die Gedankengänge mitgehen und sich das bildlich vorstellen. Haben einflussreiche Menschen die Wahrheit dessen, was auf dieser Konferenz entdeckt wurde, verschleiert, weil sie wussten, dass man uns nicht mehr kontrollieren kann, wenn wir von der verborgenen Kraft unserer Gedanken und unseres kollektiven Bewusstseins erfahren? Alle Materie entspringt und existiert nur durch eine Kraft. Wir müssen annehmen, dass hinter dieser Kraft ein bewusster, intelligenter Geist steht. Das ist alles, was ausgedacht ist. Das heißt, nimm diese Kraft, nimm dieses klassische Wort für Energie in der Physik, was ich sage, träumender Geist. Das ist schlichtweg und einfach das Gimmel. Das ist die 3, der Geist im Hebräischen. Der Buchstabe 3 schreibt sich GML. Das ist das G, das ist das M und das ist das L. Das ist das Hebräische, der hebräische Buchstabe Gimmel, der dann übersetzt wird natürlich hier mit Kamel. Da will ich jetzt gar nicht, da haben wir wieder ML, KML, GML. Schon mal ganz interessant, ist eine GK-Lautwandlung, ist ja G, ist ja nur ein weich gesprochenes K, könnte ich sagen. Und das heißt jetzt hier entwöhnen, erweisen, reif werden. Das sind die hebräischen Worte. Es bringt uns wesentlich weiter, wenn wir hier diese Grundenergien ansehen. Wenn wir das ganz rot schreiben, ist das G ein bewusster Geist. Dann das M steht für das Meer, das immer ist, der Geist, der immer ist, oder dann das symbolische Licht. Unbewusst gelesen ist dann das Blaue, dann kommst du zu dem ausgedachten Gehirn, wo jeder meint, ich bin ein Gehirn. Das heißt, ein Geist, der unbewusst ist, das ist ein bewusster Geist, wird niemals sagen, ich bin ein Gehirn. Ich bin der Geist, die 200 Gramm rote Gnede, die sich jetzt ein Gehirn ausdenkt, mich symbolisch als ein Gehirn denke, das aber nur existiert, wenn ich es denke. Ich, da ich immer bin, kann ich nicht existieren, weil alles, was existiert, schlichtweg einer Welle, einer Gedankenwelle entspringt, die in mir auftaucht. Dieses symbolische Meer symbolisiert in der blauen Hälfte die Gestaltwerdung, das gestaltgewordene Wasser, die Gedankenwellen. Die Wellen als Ding an sich sind eigentlich gar kein Wasser, sondern Wellen sind das oberflächliche Phänomen von Wasser. Dieses longitudinale Denken, wie ich sage, in Raum und Zeit, was ja schön immer mit Wasserwellen dargestellt werden, sogenannte Longitudinalwellen. Und dann haben wir das symbolische Licht, das wird jetzt dieses ausgedachte Licht, was genau genommen nur Schatten sind. Weil in dem Moment, wo du dir eine Sonne ausdenkst, eine Sonne auf der Leinwand, oder ich mache immer gern jetzt das Beispiel, eine Sonne, die illusionär auf deine VR-Brillengläsern, auf diesen zwei kleinen Monitoren erscheint, ist als Ding an sich diese Illusion, die sich angeblich im dreidimensionalen Raum vor der VR-Brille befindet, ist als Ding an sich gar kein Licht, sondern ein minimaler kleiner Aspekt innerhalb dieses momentanen Blickwinkels, dieses Gesichtsfeldes, das du in dir öffnest. Und jetzt ist es, dass wir hier schon die Einstein-Formel haben. Das ist, wenn wir jetzt den G als Geist, als Licht oder Energie setzen, was ich immer wieder sage, heißt es hier Geist, sprich Energie ist ML, blau gelesen ist Masse mal Licht. Das ist E ist MC Quadrat. Das heißt, GML sind die Geist plus Masse Licht Schattenprojektionen der ausgedachten Matrix-Traumwelt. Du hast hier in dem kleinen Buchstaben Gimmel eigentlich schon definitiv die Einstein-Formel drin sitzt. Was natürlich jetzt interessant ist, dass wir hier nochmal zwei Möglichkeiten haben. Wir schauen die Einzelradixen an. Das heißt, die ersten zwei, dieses GM einzeln gelesen. Wir machen immer Zweierradixen dazu. Das heißt, also auch daher, deshalb nun, also obwohl selbst, sogar wenn, das ist das geistige Meer und dessen Gestaltwerdung, wenn wir das jetzt rot-blau lesen. Es ist immer das logisch Ausgedachte. Es ist immer daher, deshalb, weil du dir das denkst.
Und jetzt haben wir das ML, die zweite Radix, da wird es ganz interessant, das wollen wir jetzt blau machen, es ist das Gestalt gewordene Licht. Und das sind die hebräischen Wörter für beschneiden und für gegenüberliegend. Das ist im Langenscheid, hier steht jetzt diese klassische Form in Langenscheid, wenn du reingehst, beschnitt, beschneide, ein Gestalt gewordenes Licht. Da haben wir jetzt hier physikalische Masse und Licht, ML. Das ist nämlich beides, was du dir ausdenkst. Das ausgedachte Licht und die ausgedachte Masse sind Illusionen und die sind immer gegenüberliegend und beschnitten. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas mir ausdenke, etwas ausgedacht wird, ganz nebenbei, GG heißt auf Hebräisch Dach, habe ich diese Existenz über mir und ich beschneide die im Plus und Minus im Wellental und Wellenberg. Ich bin immer die Grundlage und das ausgedachte GG, GAG, als 3-3 gelesen, haben wir so oft gehabt, dieses 3-3, schauen wir ganz kurz, ist jetzt das Dach, das ausgedachte, dieses 3-3 kann ich 33 lesen, dann kriege ich Gall. Du merkst, ich versuche dir eine Matrix zu erklären und das wird jetzt praktisch die Welle, die Woge, auch ein Hauf, eine Haufe, sobald ich einen Wellenberg aufschmeiße, entsteht im selben Moment ein Dall, darum ist es auch eine Haufe. Jetzt hast du eigentlich schon in der Einstein-Formel das Teilchen-Wellen-Phänomen, wenn man sagt, sind jetzt das Wellen oder sind es Teilchen. Keins von beiden, es sind Gedanken. Einfach nur Gedanken. Das heißt, dieses ML ist jetzt GEG in Über und beschnitten in Plus und in Minus, im Wellenberg und im Wellendal. Das ist hier Ausgedachtes. Alles, was du dir ausdenkst, DN, wiederum geöffnete Existenz, ist Urdein. Wir können dann immer wieder solche machen, wenn ich jetzt zum Beispiel DN ist ja 450, dann kriege ich das Richten des Urteilen. Wenn ich aus der 44 mache, die 40-50 mache, habe ich Mahn, da haben wir unser Mens, unser Denken, Abtrennung. Jetzt kriege ich nur eine Seite zu sehen. Ob man das mit A oder I schreibt, denkt immer dran mit der Seite. Das AI ist der raumzeitliche Trümmerhaufen, der in einem Wachraum erscheint. Wenn ich das wieder oben S, AI mit AIN mit 70 gelesen und DE mit 11 gelesen, heißt dann der raumzeitliche Trümmerhaufen, der in einem Wachraum erscheint. So viele Zufälle kann es gar nicht geben in Angesicht dessen, dass dir der Materialismus einredet, die menschliche Sprache ist im Laufe von Jahrtausenden durch unartikulierte Tierlaute erstanden. Das ist einfach nur geistlos nachgequatschte Experimente, Mentor Lügen verbreiten um dich herum in Raum und Zeit. Dieser Geist ist die Matrix aller Materie. Da müssen wir natürlich jetzt wieder ein bisschen wissen, die Matrix ist die Gebärmutter. Wenn ich das rot schreibe, stimmt es. Es wird alles aus diesem Geist herausgeboren. Wenn ich mir die Matrix natürlich jetzt blau vorstelle, ist die Matrix eigentlich mehr der Intellekt, der ja schon wieder was Ausgedachtes ist. Und dieser Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ist ein Gedanke von dem eigentlichen roten Geist. Darum ist es so unendlich geistreich, wenn ich immer wieder sage, wenn du die Selbstgespräche studierst, dass wir ganz zart in einfachen Schwarz-Weiß-Beispielen anfangen und dann ja dieses Rot-Blau-Lesen ins Spiel kommt, das ganz, ganz mehr tiefen Informationen gibt über die Worte selber, wenn wir uns bewusst machen, was ist der Unterschied, ob ich jetzt mir was rot denke, das Wort nichts rot, das ist das absolute Nicht-Denkbare, ein nicht gedachter Gedanke, aber das Wort nichts ausgesprochen, blau als Geräusch oder als optisch wahrgenommenes Wort, ist ja schon etwas. Dasselbe gilt für das Alles. Das heißt, wenn ich jetzt aus einer absoluten Stille plötzlich das Geräusch Nichts auftaucht, ist das ja schon was Existierendes. Das heißt, dieses reine Wort Nichts ist blau geschrieben, das Existierende. Es weist aber im Hintergrund auf den roten Symbolgehalt des Nichtdenkbaren hin. Und genauso haben wir einen roten Geist oder dieses G, der Geist rot geschrieben, der ist nicht denkbar. Der ausgedachte Geist, den ich mir jetzt denke, was ich mir auch immer bei dem Wort Geist oder bei dem Wort Gott vorstelle, das ist nicht der Ursprung von dem, wo dieses Geräusch oder diese Vorstellung herkommt. Das sagte der Vater der Quantenphysik, Max Planck. Das Geheimnis, dass Bewusstsein Einfluss auf die Materie hat, war bereits 18 Jahre vor der ersten... Das ist übrigens auch, jetzt kommt extrem raumzeitliches Geschwätz. Es ist schon mal dieses Geheim. Das führt uns schon wieder zu diesem Heim. Dieses
him Fokale können wir rauslassen, dann haben wir das Meer. Das ist rot geschrieben, ist das die Quintessenz des göttlichen Meeres und es führt uns ja dann zu all dieses Nichts, das Him ist, das ist es in der Bibel, das Wort für Gott. Da haben wir jetzt Gott, das eigentlich gar nicht Gott heißt, weil Gott für sich allein ist nur All. Al-Ha-Im, Gott das Meer. Und Gott das Meer, rot geschrieben, aus dem entspringen jetzt sämtliche Gedankenwellen. Aus diesen Nicht-Denkbaren beginnt die Existenz zu existieren. Aber es bleibt immer im Meer gleich bleiben, dass alle Wellen untrennbar verbunden sind mit dem, der immer ist. Und du wirst irgendwann einmal erkennen müssen, das bist du. Du ist jetzt nicht dieser sterbliche Trockennasenaffe, der sich jetzt das anhört, weil der auch schon was Ausgedachtes ist. Du musst einen Schritt weitergehen und darum nenne ich das einen Doppelschritt. Erst der Doppelschritt, dass du dich über das, was du zu sein glaubst, erhebst, dir bewusst wird, dass du was bist, was nicht gedacht werden kann, das niemals in der Vergangenheit geboren wurde und das niemals in der Vergangenheit sterben wird, sondern das hier und jetzt von Augenblick zu Augenblick stirbt. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wenn du reiner Geist geworden bist, ich könnte jetzt Gott schlagen, wenn du Ich geworden bist, darum beginnen die Ohrenbohrungen mit Ich bin Du, wirst du von Augenblick zu Augenblick SD erben. Diese SD erben, dieses deutsche Wort sterben, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme mal zuerst einmal hier diese raumzeitliche Spiegelung, da wirst du feststellen, das sind Überdrehungen, Abirrungen. Das sind die ausgedachten Facetten von dir in unseren Spiegeltunnel. Diese Geister, die du dir ausdenkst, sind nur Lichter, die aus einem einzigen Licht entspringen. Das habe ich sehr oft erklärt. Klingt nicht vorstellbar für einen, der sich's noch nie angehört hat. Ist aber ganz easy, wenn man die Sache mit dem Spiegeltunnel begriffen hat. Und da spielt es keine Rolle, ob wir zwei Spiegel nehmen und ein kleines Lämpchen uns jetzt dazwischen denken oder ob wir uns jetzt einen Tetraeder nehmen, innen verspiegelt und wir setzen in diesen innen verspiegelten, ausgedachten Tetraeder eine kleine Lampe rein. Und du denkst jetzt, du wärst dieses kleine Licht, dieser kleine Geist und du schaust um dich rum, siehst du um dich rum unendlich viele Lichter, die letztendlich genau genommen eigentlich bloß Facetten, wie in einem Christ All. All heißt Gott. Christ ist Gott. Ein wirklicher Christ All. Es sind Facetten von dir selber. Und du wirst irgendwann einmal erkennen, dass alles, was du dir ausdenkst, das bedeutet Holofeeling. Jeden Trockennasenaffen, den du dir ausdenkst, ist eine Facette von dir selber. Und du wirst irgendwann einmal erkennen müssen, das ist ein Leben, das du selber schon durchlebt hast, wenn du Ich bist. Darum habe ich so oft gesagt, ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu glauben, was du zurzeit zu sein glaubst. Wenn dieses Leben durch ist, wirst du wieder für einen kleinen Moment Ich. Und jetzt kommt das Schöne der Wiederauferstehung, dass du dich in so viele Rollen reinversetzen kannst. Wenn du das bewusst machst, macht es einen Heidenspaß. Wenn du es unbewusst machst, gehst du jedes Mal durch eine neue Hürde und durch einen neuen Überlebenskampf. Weil du meinst, du könntest das, was du zu sein glaubst, am Leben erhalten. Und wenn dann wieder hier so Einwände kommen von Figuren, die ich mir jetzt ausdenke, erzählt ja schon wieder dasselbe, dann muss ich immer wieder sagen, wenn ich sage, als Mensch bist du eine Lebensgeschichte und es ist dir doch vollkommen klar, dass der Säugling nicht das ganze Leben lang dauert und das Schulkind dauert auch, ist auch nicht das ganze Leben lang da. Es ist aber immer derselbe Mensch, dieselbe Lebensgeschichte, dass sich das ständig auflöst und wieder neu aufbaut und auflöst und wieder neu aufbaut in einen anderen Körper. Von Augenblick zu Augenblick, mit Holofeeling lehre ich dich, Gotteskind, dass dein Körper deine Traumwelt ist. Nicht dieser momentane Körper, der ist nur eine Facette in deiner Traumwelt, wo du sagst, das bin ich. Die ganze Traumwelt ist dein Körper, die unterliegt einem ständigen Wandel von Augenblick zu Augenblick. Da haben wir natürlich jetzt diese Augen, wenn wir die Konsonant schreiben, AGN, wenn wir das gerade offen haben, dann wirst du feststellen, darum heißt es auch hier Becken. Das sind die polaren Ecken. Das sind jetzt, wenn du in den Tetraederspiegel reinschaust, diese unendlich vielen Facetten. Jede Facette, jeder Augenblick ist ein neuer Blickwinkel, der letztendlich nur eine Facette von dir selbst darstellt. Aber ich will nicht so arg abgleiten. Ich habe das so oft schon erzählt und ich erzähle es jetzt wieder, weil ich merke, dass du es immer noch nicht verstanden hast, sonst würde ich es nicht erzählen. Würde ich es nicht wiederholen. Aber ich
Wir werden jetzt einmal versuchen, auch wenn du überfordert bist, ein bisschen in die Physik zu gehen. Atombombe bekannt, die am 22. Juli 1900... Eine Atombombe. Ich muss gleich ein einzelnes Wort, ein Atom, das griechische Wort Atom, ich erspare mir das nachzuschauen, das ist eigentlich Allgemeinbildung, hast das Unteilbare. Es ist schon wieder eine Entheiligung des Wortes. Zu meinen, Mathematik hat irgendwas mit Rechnen zu tun, das ist die Arithmetik, ist ein einseitig ausgelegte Begriffsdefinition, die nicht vollkommen ist. Genauso ist es Atom, ist ein unteilbares, eine Atombombe, wo ein Atom zertrümmert wird, was deine Physiker angeblich in ihren Experimenten machen, in ihren Lügen, die sie verbreiten. Es ist eine einzige Lügenwelt, die du dir ausdenkst. Du meinst, du hast mit dem Zeug nichts zu tun. Du bist doch der, der sich's ausdenkt. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Jetzt ist bloß die Frage, was bist du? Zurzeit verwechselst du dich noch mit den Trockennasenaffen, mit deinen sterblichen Säugetier. Jetzt erheb dich einmal ein bisschen weiter und sag, ich bin der Schöpfer von dem Säugetier. Und zwar magst du dir ganz einfach wieder eine Vorstellung, indem du sagst, ich setze mich jetzt einmal, ich nicht denkbare Energie, unendliche Energie, ich mache mich jetzt einmal bewusst zu einem träumenden Geist als Vorstellung. Und mit dieser Erkenntnis, dass ich jetzt einmal ganz bewusst sage, ich wäre ein träumender Geist, dann wird mir klar, dass alles, was ich träume, nur deshalb ist, weil ich es träume und es kommt aus mir und es befindet sich in meinem symbolischen roten Kopf. Das ist jetzt wichtig, dass man das versteht, weil sobald wir von einem träumenden Geist reden, spreche ich nicht von einem Trockennasenaffenkörper, den wir uns jetzt ausdenken, der vom Bett liegt und schläft. Das ist eine materielle Erscheinung. Aber diese materielle Erscheinung symbolisiert letztendlich einen Geist, der träumt. Und da wissen wir, dass alles, was ein träumender Geist zu sehen bekommt, spielt sich nur in seinem Kopf ab. Es kommt aus ihm selber und von Augenblick zu Augenblick sieht er in seinem Kopf eine andere Information. Die kann ich mir zwar jetzt in einen blauen Kopf hineindenken, aber da müsste ich ja ständig an den blauen Kopf denken. Und der rote Kopf ist eben dieses Symbol, dieses Bereshit. Das erste Wort in der Bibel am Anfang, inmitten dieses Kopfes, wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genau so, wie der Kopf sich das ausdenkt, in sich selbst hineindenkt und dann vor sich hinstellt, aus dem Nichts. Das ist jetzt ungefähr so, wie wenn ich jetzt auch denke an den Eiffelturm, das ist jetzt nur ein Wort und jetzt sage jetzt, bau ein Bild in dir auf und dann wird aus diesem Wort Eiffelturm wird ein ganz klar ein feinstoffliches Bild in dir und das kannst du dir jetzt ausdenken nach Paris. Du kannst es natürlich auch materialisieren. Vorausgesetzt, der Eiffelturm taucht in deinem Gesichtsfeld auf, was aber nichts da außen ist. Es sind dann nur praktisch, es wird in einer tiefen Schicht zu einer sinnlichen Wahrnehmung. Das heißt, es erscheint jetzt in diesem Arrangement von Pixeln auf deiner VR-Brille. Es ist aber nicht vor der VR-Brille raumzeitlich da außen. 1945 in New Mexico explodierte. 1945. 19 ist eine intellektuelle Spiegelung und 45 ist der hebräische Wert für den Adam. Und der ist 1945 ist dieser Unteilbare explodiert. Das ist nämlich der große Beginn gewesen, wo der materielle Wahnsinn des Materialismus, des todbringenden Verbrechens erst richtig losgegangen ist, sich immer mehr Vielheit zu denken. Die derzeitige Wissenschaft kann Bewusstsein nicht erklären. Wieso? Es ist ganz einfach, weil wenn man weiß, was Bewusstsein ist etwas, was in keinster Weise in Erscheinung treten kann, als Ding an sich, wohlgemerkt nicht in Erscheinung treten dann. Es ist ungefähr so, die Wissenschaft versucht sich das nichts vorzustellen und egal was sie sich vorstellen, es ist nicht das, was sie sich vorstellen wollen. Nichts kann man sich nicht vorstellen und genauso wenig kannst du dir Bewusstsein nicht vorstellen oder Geist nicht vorstellen, ohne dann dieses Nichts zu etwas zu machen, und wenn es bloß das Geräusch, das ausgesprochene Geräusch nichts ist. Und dasselbe gilt für Geist und für Energie. Ich es nehme zwangsläufig das, was ich erklären will, eine Form an und ich verwechsle jetzt die Form dieser 200 Gramm rote Gnede mit der 200 Gramm roten Gnede. Es sind immer deine eigenen Informationen. Das Schöne an dem Wort Information ist, dass die lateinische Vorsilbe in wieder auch wieder zwei Seiten hat. Zum einen heißt es innen, es ist eine Form in dir drin, aber es ist auch eine Verneinung. Ich sage immer, denk an inkompetent. Wenn einer inkompetent ist, ist er ja nicht kompetent. Das heißt, es ist eine Form in dir, die keine Form ist.
Ich versuche das in der Regel zu erklären, dass ich sage, so, und jetzt denk dir mal bitte deine Erdkugel aus, die du dir bisher ausgedacht hast. Die Erde. Wenn wir das hebraisieren, wir bewussten Geistesfunk, die die Vatersprache beherrschen, wir wissen, dass die Silben R, D, erwecktes Wissen heißt, wenn man das hier eingibt. Das ist einfach das R, tausendmal gezeigt. Das ist wach, aufgeweckt, das Erweckte. Und DE ist Wissen. Die Erde ist das erweckte Wissen, die Erkenntnis, das Wissen. Und die Kugel, KGL, heißt blau geschrieben, wie eine Haufe, wie eine Welle. Rot geschrieben ist es, das, wie das geistige Licht, das jetzt selber wie eine Welle wird, und das ist die Form unserer 200 Gramm roten Jede. Glaub nicht, dass das alles Zufall ist. Wenn es dir zu viel ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich erwarte nicht von einem kleinen Hosenscheißer-Säugling, dass er in der Lage ist, wenn es ein Männchen ist, dass er ein Kind zeugt. Es kann er noch nicht, was nicht heißt, dass er es prinzipiell nicht kann. Der muss halt in seinem Buch hier etliche Seiten weiterlesen. Auf der Seite 1 kannst du das noch nicht. Auf der Seite 40 wirst du dann schon wieder anders aussehen, und auf der Seite 60, 70 geht dir das Zeug wieder am Arsch vorbei. Aber die Seiten sind alle gleichzeitig da. Das haben wir so oft durchgespielt. Also gut, wenn du dir deine Erdkugel jetzt ausdenkst, wenn du die zuerst einmal, wo kommen die her? Die kommt aus dir, aus diesem unendlichen Kontinuum. Wo kommen die Wellen her? Aus dem Meer selber. Wenn wir uns jetzt das Meer als eine unendliche Menge von Wasser vorstellen, wir sind bei dem Wort unendlich, was aber genau genommen eigentlich wieder nichts ist, sind unendlich viele Möglichkeiten in diesem Nichts drin. Creatio ex nihilo. Und plötzlich schmeißt mir eine Gedankenwelle auf und die nennen wir jetzt Erdkugel. KGL, eine Gedankenwelle. Haben wir gerade angeschaut. Ist jetzt diese Erdkugel, die du in deinem roten Kopf berosche, die mitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen, die du jetzt denkst, ist diese Kugel größer, wie wenn du dir ein Sandkorn denkst? Oder einen SD-Eck-Nadelkopf? In dir drin ist es nicht größer. Du stellst dir das eine größer vor und das andere kleiner vor. Auch das kriegt man tausende Male zu hören, wenn man anfängt, einmal 10, 15 Jahre Holofeeling zu studieren, weil das muss so schlafwandlerisch bewusst installiert sein, dass ich nicht immer wieder wegglitsche in dieses raumzeitliche Denken. Nichts ist hartnäckiger wie raumzeitliches Denken. Also gut, die Wissenschaftler, wenn wir das hier ganz nochmal anhören, die Wissenschaftler versuchen hier Bewusstsein zu entdecken. Die versuchen, was zu entdecken, was überhaupt nicht entdeckt werden kann. Es kann gewusst werden. Aber wissen kann das nur ein bewusster Geist. Und wohlgemerkt, das ist jetzt rot geschrieben. Ein Gedanke, eine Information wird nie irgendetwas wissen, auch wenn dir das real erscheint, wird niemals etwas empfinden. Ich wiederhole das immer und immer wieder. Und du musst es wiederholen, wenn du ich bist, bis es dann nochmal wirklich installiert ist. Es ist immer wieder wie die Suche nach dem ewigen Hier und Jetzt, und das will ich in der Zukunft erreichen. Das ist schon, du bist Bewusstsein. Weil alles, was du zu sehen bekommst, wird von dir bewusst angeschaut. Das Problem ist bloß, dass dein Bewusstsein vollkommen sich aufgelöst hat in die Unbewusstheit, weil du dich mit den Gedanken von dir selbst verwechselst. Du denkst dir so viele Menschen aus, jeder Mensch, den du dir ausdenkst, wohlgemerkt Mensch jetzt, blau geschrieben, sterbliche Säugetier, Trockennasenaffe. Jede dieser Menschen, Personas, die du dir ausdenkst, existieren hundertprozentig sicher immer nur hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du sie denkst. In dem Moment, wo ein Mensch real, das heißt sinnlich wahrgenommen, in 2 Meter Abstand vor dem, der du zu sein glaubst, zu stehen scheint, und du schaust den an, denkst du in der Regel nicht an deinen eigenen Körper. Du schaust dir nur den an, der vor dir zu sein glaubt, und sagst, das bin ich nicht, aber zu etwas, was du nicht bist, muss irgendetwas sein, was du zurzeit zu sein glaubst. Das ist der, der schaut, der aber genauso was Ausgedachtes ist, wie den du anschaust. Wenn du glaubst, der zu sein, der du zurzeit zu sein glaubst. Aber in Wirklichkeit bist du weder der eine noch der andere. Du bist weder der ausgedachte Mensch, der schaut, noch der ausgedachte Mensch, der angeschaut wird, sondern du bist jemand, der sich dieses These an die These ausdenkt. Und jetzt kommst du in den Bereich, wo nicht gewusst werden, also
die gewusst werden kann, aber nicht vorgestellt werden kann. Wieder ausgeschlossene Dritte. Diese schöne Sache, wenn ich immer wieder sage, wir denken uns eine Erdkugel, eine Kugel, die von einem Scheinwerfer angestrahlt wird. Das ist eine Seite hell und die andere Seite finster. Die angestrahlte Seite ist hell und die andere ist finster. Das stellen wir uns vor uns hin. Und der sich jetzt das vorstellt, befindet sich nicht mehr auf der Kugel. Und das Hell und Dunkel wird sich niemals zeitlich, chronologisch abwechseln, wenn du in dieser höheren Ebene dich befindest, geistig. Egal, ob die Kugel sich jetzt um die eigene Achse dreht oder die Kugel sich um diese Lampe rumdreht. Es ist immer die der Lampe zugewendete Seite hell und die andere ist finster. Aber sobald du dir jemanden ausdenkst, der sich dieses heliozentrische Metapher vorstellt, ist dir auch schon wieder was Ausgedachtes. Dann musst du noch einen Schritt höher gehen, dann musst du der rote Vierte werden. Dieser Plus-Plus in unserem Einheitskreis, der ausgeschlossene Vierte, könnte ich sagen, der sich einen ausgeschlossenen Dritten ausdenkt. Die rote Vier heißt nämlich in sich alles einschließt. Und zwar behaupten manche, dass die Quantenphysik das kann. Aber Tatsache ist, dass die Physik nicht mit Experimenten umgehen kann, an denen Menschen beteiligt sind. Ganz interessanter Satz. Zuerst einmal die Quantenmechanik selber. Das Qua habe ich so oft, wenn wir das hebraisieren, das ist immer eine affin aufgespannte Schöpfung. Und diese affin aufgespannte Schöpfung Qua auf Lateinisch heißt es wo, wohin, wauf, auf welche Weise, wie. Da kommt auch das Aqua dann her, das Wasser. Das heißt hier definitiv, wenn wir das rot schreiben, der Geist von Ubi 86 El Hayom, das ist Gott das Meer. Und das ist dieser rote, nicht denkbare Schöpfer, der hier eine affin aufgespannte Schöpfung vor sich hinstellt. Aber wo passiert das Ganze? Was, wo ist dieser Schöpfer Gott? Dieses Nichts, dieses seiende Ich. Ein seiendes Ist ich, kein existierendes Ich. Ein existierendes Ich ist was ganz was anderes. Ein seiendes Ich denkt sich ein existierendes Ich aus. Dieses seiende Ich, dieses Nicht, rot geschrieben, ist absolut statisch ruhend in sich selbst. Darum heißt es feststehend, ruhend, stationär. Dieses seiende Ich bewegt sich auch nicht durch Raum und Zeit, sondern es wechselt ständig seine Informationen, was die Illusion von einer Bewegung durch Raum und Zeit verursacht, in ihm selber als Information. Soviel zum Thema Einstein mit dem bewegten Beobachter und mit dem ruhenden Beobachter. Das ist ja hier das Schöne, wenn die jetzt sagen, das große Problem ist, dass die Quantenmechanik komplett aus dem Gleichschritt kommt, in dem Moment, wo ein Beobachter ins Spiel kommt. Aber dieser Beobachter, den ich mir ausdenke, ist ein Gedanke. Kann ein Gedanke von mir irgendetwas beobachten? Er wird für mich so sein, wie ich glaube, dass er ist. Er muss auch so sein. Und ich kann mir jetzt einreden, dass dieser Gedanke was sieht, den ich mir denke. Ich denke mir jetzt zum Beispiel einen Trockennasenaffen aus, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Aber dir wird irgendwann einmal klar sein, dass dieser ausgedachte Trockennasenaffe überhaupt nichts sieht und auch niemals irgendetwas verstehen wird. Ich verstehe das. Ich, der ich mir diesen Trockennasenaffen ausdenke, den ich symbolisch für mich selber setze. Ein Gedanke kann nie irgendetwas sehen, ein Gedanke kann niemals irgendetwas wissen, außer das, was ich mir jetzt denke, dass er weiß. Was aber nicht heißt, dass er es deshalb weiß, er weiß es dann für mich, wenn ich mir das unbewusst denke. Wenn ich es mir bewusst denke, dann ist mir klar, dass, obwohl ich mir jetzt jemand, ich denke mir jetzt an Redo aus und ich denke mir aus, dieser Trockennasenaffe Redo wüsste was, dann kann er durchaus für mich die Erscheinung machen, dass er etwas weiß, aber da ich das bewusst mache, ändert nichts dran, dass der Gedanke von mir trotzdem nichts weiß. Den Namen Redo kannst du austauschen. Er kann auch nichts spüren. Es ist immer wieder, ich kann jetzt wieder anfangen, ein ausgedachtes Gehirn kann so viel denken wie ein ausgedachter Computerchip. Es wird immer so sein, wie ich glaube, dass es ist. Und was ich mir denke, ist nur, wenn ich es denke, dass dieser Kopf, den ich mir ausdenke eines Menschen, ist wie die Kiste, die ich mir ausdenke. In der Kiste ist das drin, was in einer Kiste, die ich mir jetzt denke, ist immer nur das drin, was ich mir hineindenke in die Kiste. Wenn ich mir in den Kopf ein Gehirn hineindenke, ich kann mir auch ein kleines Vögelchen reindenken in den Kopf. Da haut's dir den Vogel raus. Wie man so schön sagt. Wie das Gehirn funktioniert, hängt davon ab, wie ich glaube, dass das Gehirn funktioniert, dass ich mir in den Kopf reindenke.
Das ist der Glaube. Und wir schauen noch mal weiter mit den ausgedachten Beobachtern, wo uns das hinführt. Experiment, where a human being is involved in the loop. Dieser Gedanke geht zurück auf die Anfänge der Quantenphysik Anfang des letzten Jahrhunderts. Jetzt fängt der große Meister wieder an zu rezitieren. Das heißt, all diese Figuren, die in dir auftauchen, die du Lehrer nennst, die du gebildete Menschen nennst, die du Professoren nennst, es sind reine geistlose Rezitiermaschinen, es sind Protagonisten in einem Traum, die ich in deinem Traum entstehen lasse, dass du Geist es irgendwann einmal, nämlich hier und jetzt, erkennen mögest. Du wirst es niemals erkennen, wenn du glaubst, du wirst es irgendwann einmal in der Zukunft begreifen. Wenn du es erkennst, erkennst du es jetzt. Sobald ein Beobachter mit Bewusstsein ins Spiel kommt, bringt er die... Ein Beobachter mit Bewusstsein. Ich denke mal, zerst einen Beobachter aus und dann denke ich mir, dass der Bewusstsein hat. Versteh endlich, Bewusstsein kann man nicht haben. Das kann man nur sein. Etwas, was man hat. Ein Besitzer ist immer etwas anderes wie das, was man besitzt. Ein Bewusstsein, das man hat, ist kein Bewusstsein. Das Bewusstsein, rot geschrieben, der Geist, Gott, ist der Besitzer von allem, was er sich ausdenkt. Du bist der Besitzer, es gehört alles dir. Es ist deine Information, nicht die Information von irgendeinem ausgedachten Menschen. Alles deins. Alle Häuser, die du dir ausdenkst, sind deine Häuser. Was das Arbeit macht. Wie ich immer so schön sage, meine kleine Geschichte, wenn ich spazieren gehe als Brösel durch meine eigene Welt, ein Gott, der durch die eigene Welt spaziert und dann im Frühjahr, Sommer fangen die an, ihre Gärten, ihre kleinen Gärten herzurichten, ob das Schrebergärten sind oder die Gärten vor den Häusern, das sind alles meine Häuser, was das Arbeit macht. Und ich habe mir da was ganz Geniales ausgedacht. Ich denke mir jetzt irgendwelche Tierchen aus, die das alles richten und reparieren. Dann muss ich wieder sagen, das kostet ja so viel Geld, die zu bezahlen. Ich sage, die machen das alles umsonst, wenn du ihnen einredest, ihnen gehört das Haus. Obwohl es eigentlich mir gehört. Es gehört dem, der sich's ausdenkt und niemals irgendeiner ausgedachten Figur. Die Wellenfunktion zum Kollabieren. Die Wellenfunktion ist ein mathematisches Konstrukt, das die Wellenhaftigkeit der Ereignisse... Das ist natürlich, das würde ich jetzt ziemlich schockieren. Du wirst irgendwann einmal, wenn du dich dafür interessieren solltest, was überhaupt nicht nötig ist, merken, dass das reines Holo-Feeling ist. Ich habe ja mit der Wellenfunktion so oft erklärt, die einfachste Metapher für die Kollaption für den Kollaps der Wellenfunktion wäre jetzt praktisch Schrödingers Katze das Beispiel, die Kiste, wo alle Möglichkeiten in Bezug jetzt bei dem Beispiel Schrödingers Katze, lebendig oder tot, solange du nicht reinschaust, sind rein rechnerisch in solchen Formen beide Möglichkeiten absolut gleichwertig 50-50. Gleichzeitig da. Das ist wie wenn ich sage, wir nehmen eine Welle, die nennen wir 1 und da ist 50% ist der Wellenberg und 50% ist das Wellental. Ich könnte sagen, 50% ist jetzt ausgedachtes Wasser und 50% ist kein Wasser. Das ist jetzt die einfachste Form. Jetzt machen wir mal eine komplexere Wellenfunktion, die nennen wir jetzt die Kiste, nennen wir jetzt Küche. Das heißt, solange du an deine Küche denkst und du denkst nur an das Wort Küche, ist weder ein Kühlschrank noch sonst irgendwas da. Wenn du in die Kiste reinschaust, in die Küche reinschaust, wirst du feststellen, dass deine Wellenfunktion zusammenbricht. Jetzt habe ich nicht nur zwei Möglichkeiten in der Wellenfunktion, sondern viele. Und das, was du jetzt siehst, ist nicht die Küche. Es ist diese Facette, die durch den Zusammenbruch der Wellenfunktion in Erscheinung tritt. Das ist jetzt ganz laienhaft erklärt, wie Quantenmechanik, was diese Symbolik dieser Märchengeschichten wirklich bedeutet. Aber jetzt gehen wir mal auf der Formel etwas genauer ein. Ereigniswahrscheinlichkeiten auf Quantenebene beschreibt. Quantenphysik ist nichts anderes als eine Menge von Gleichungen, die beschreiben, wie sich diese Wellenfunktion verhält. Wenn ein Mensch ein Experiment... Das ist natürlich schon das große Problem, dass die Welle, die du jetzt hier dir ausdenkst, diese Wasserwellen, die ja gar keine Wasserwellen sind, du glotzt dir jetzt nur auf einen Monitor, dass das hier schon ein sogenanntes kontinuierliches Phänomen ist, das sich in Raum und Zeit verbreitet. Und das ist vom Tisch, wenn ich jetzt immer wieder sage, du glotzt auf einen Monitor, auf diesem Monitor ist jetzt weder Wasser, was du siehst, die Realität, die du in deinem Gesichtsfeld hast, auf diesem Monitor, der letztendlich... eine Illusion, eine räumliche Illusion ist, die auch wiederum nur auf Pixelunterschieden, auf
Helligkeitsunterschieden aufbaut in dieser illusionären VR-Brille. Das Vorgestellte, diese vorgestellte analoge Bewegung eines fliegenden Vogels, die jetzt eindeutig existiert, wenn du hinschaust, wird bei wachsendem Bewusstsein erkannt, dass da sich überhaupt nichts von A nach B bewegt. So wenig, wie sich auf dem Monitor irgendwas wirklich von A nach B bewegt. Das ist ein reines, statisches Verändern von Seinszuständen im gequantelten Zustand. Endbeobachtet verursacht er den Zusammenbruch dieser Wellenfunktion. So, und jetzt haben wir die kollabierte Wellenfunktion. Jetzt schauen wir uns da ganz einfach mal was an. Das jetzt zu erklären, würde natürlich wieder sehr viel Grundwissen veranschaulichen. Und wir schauen uns nur mal diesen ersten Passus hier an. Ich sage einfach, wenn ich jetzt zu dir sage, das ist eine Dirac-Notation, was nichts damit anfangen können. Das ist eine Brakette, das nennt man auch eine Brakette. Gleichung. Und jetzt schauen wir mal, gehen wir mal das ganz kurz hier in Wikipedia ein. Seht ihr, ich habe jetzt Brakett eingegeben und sofort kommen wir zur Dirac-Notation und jetzt schauen wir mal, bitte nicht sagen, das verstehe ich nicht. Das ist die allergrößte Falle, die es überhaupt gibt, dass du dir von deinem Intellekt permanent einreden lässt, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, das ist mir zu hoch. Ich erkläre die kompliziertesten Zusammenhänge absolut gotteskindgerecht und ich kann nochmal sagen, ich bin der Erste. Wenn du neugierig bist, das Einzige, was ich von dir fordere, ist Neugier. Und zwar Gier, eine absolute Gier auf was vollkommen Neues. Dazu muss dir klar sein, wenn was vollkommen Neues, muss dir das erst einmal unlogisch erscheinen. So wie Windows, Daten, Funktionen des Betriebssystems Windows, ein Basic-Programm, ein Basic-Software, Betriebssystem immer unlogisch erscheinen werden, weil das eben was vollkommen Neues ist. Wenn du jetzt nur neugierig bist, wirst du feststellen, dass du durchaus mit deiner jetzigen Logik meinen ganzen Wörtern folgen kannst. Wir schauen uns einfach mal das Wort Dirac schon mal an. Sagt man, das ist irgendein Physiker, ein Mathematiker gewesen? Nein, das beginnt mit D-I-R. Das ist dir. Ich sage immer dir, wenn ich von dir Geistesfunken spreche. Dir Geistesfunken, wenn wir das hebraisieren, kriegst du natürlich zwangsläufig grundradix DR eine Generation. Immer zuerst einmal den Vokal rausschmeißen. Das ist eine Generation, es generiert sich etwas, die Generationen, und DIR wird dann zwangsläufig zu einem Mieter, ein Wohnungsinhaber. Wer besitzt diese geistige Wohnung, in der du zurzeit als Trockennasenaffe wohnst? Diese Traumwelt, nennen wir mal, die Wohnung ist deine Traumwelt. Du bist ja letztendlich hier als eine von dir ausgedachte Figur in einer virtuellen Welt, die du dir vorstellst, die sich letzten Endes aber nur in dir selbst abspielt, bist du in einem gewissen Maß ein Mieter. Einer, der nur zeitweise in dieser virtuellen Welt lebt. Okay, und das Ganze ist ja AC in unserem Dirac und AC wissen wir alternierend. Das ist das Kürzel in der Physik für Wechselspannung bzw. Wechselstrom. Not heißt dann übrigens wieder die Wohnung, die haben wir gerade schon gehabt. Wenn wir, aber ich wüsste, ich will jetzt gar nicht so weit ausgehen, sonst wollen wir wieder zu genau, wir wollen uns die Dirac-Notation anschauen. Ihr merkt schon, wenn ich immer wieder sage, du kannst dich ohne Probleme, mache ich aus einem allereinzigen Wort, mache ich ein 400-Seiten-Buch, wenn wir das einmal auffächern, wenn wir das entzippen. Das ist ein komprimiertes Programm, mit dem du konfrontiert wirst. Also diese Dirac-Notation ist eine Notation von einem Zustandsvektor, die in der Quantenmechanik verwendet wird. Immer dran denken, Qua ist wo, was, wo spitzt sich das eigentlich alles ab? Was ist das eigentlich, das Qua? Ganz einfach eine affin aufgespannte Schöpfung. Schon die Buchstaben auf rot-blau gelesen erklären dir alles, was das bedeutet. Da musst du gar nicht in Wörterbücher reingehen. Der Vorteil dieser Notation besteht darin, dass sie koordinatenfrei ist. Das ist natürlich ganz spaßig, weil wenn was koordinatenfrei ist, dann ist es ja letztendlich in einem und denselben Punkt. Was heißt eigentlich Ordina? Co heißt ja zusammen, das wissen wir. Schauen wir mal hier, was das Ordina müsste eigentlich schon ausreichen. Was sind Ordinaten? Das springt immer, wenn in dem auf der Internetseite, Ordinarius ist in eine gehörige Reihe und Ordnung stehend. Die Reihe
ist der Spiegel und hier ist die Wahrnehmung, ist eine Spiegelwahrnehmung. Jetzt denken wir an unseren Spiegel, an unseren Spiegeltuddel. Das heißt, wir denken uns jetzt ganz einfach, Spiegel hüben, Spiegel drüben, ein kleines Lämpchen dazwischen, du bist dieses Lämpchen und du schaust jetzt in einen dieser Spiegel rein und dann wirst du vor dir eine Reihe von kleinen Lämpchen sehen. Diese Reihe, die du vor dir siehst, sind deine Wahrnehmungen, die sind aber alle genau genommen Co, weil wenn du dich jetzt über diese Metapher erhebst, wieder den ausgeschlossenen dritten Max, dann siehst du vor dir die zwei Spiegel und das kleine Lämpchen, mehr ist nicht da. Und jetzt schauen wir in dieses kleine Licht, in dieses kleine Geistchen hinein, in diesen Geistesfunk und er sieht vor sich unheimlich viele Lampen, wo ich als ausgeschlossener Dritter eins drüber sehe, dass die alle in seinem Kopf drin sind. Die sind Koordinaten. Nomen ist Omen, Leute. Die Sprache sind Formeln. Da können wir jetzt Zahlen einsetzen. Ich sage das immer wieder. Es ist ein vollkommen neues, es ist göttlich. Du wirst, umso mehr du Holofeeling studierst, wirst du merken, dass das göttlich ist. Da ist jetzt zum Beispiel jetzt Steine, die in eine Reihe so gelegt werden, dass die oberen jedes Mal die Fugen der unteren decken, D-Ecken. Dass die oberen die Fugen der unteren decken. Jetzt denk dir mal eine Gedankenwelle, die ist oben und unten haben wir ein Nichts. Und wenn du das rumdrehst, wirst du feststellen, dass das, was oben ist, absolut das unten wieder abdeckt und dann wird das Ganze wieder eben. Merkt ihr, was dazwischen in sein steht? Schon auf dieser einfachen Art und Weise. Übrigens, obere. O ist unser Greisen, BR heißt Polar erweckt. Dann bildlich, ordentlich, der, DR, immer dran denken, heißt Generation, der Ordnung. Or ist erweckt, DN, geöffnete Existenz. DN ist natürlich auch ein ganz interessanter, diese geöffnete Existenz, DN, ist die Spiegelung von ND. Das ist ja unser Urteilen, berichten, wenn wir das jetzt mal spiegeln als ND, dann kriegst du unseren Damm, das heißt, die geöffnete Schöpfung von 2 mm, von 2 Gestaltwerten, Wasser ist mm. Und das Ganze fängt jetzt an zu schwanken, sich zu bewegen, sich hin und her zu bewegen, schweifend umher. Und genau genommen ist es dieses ständige Auf und Ab. Auf und Ab. Was passiert, wenn ich einen Damm in einen Fluss, einen ausgedachten Fluss, ich denke mir jetzt vor mich hin einen Fluss und dann baue ich einen Damm rein. Und dann wird aus dem fließenden Wasser plötzlich ein aufgetürmtes Wasser. Drum steht doch ein Dampf von aufgetürmtem Wasser. Weil dieses fließende Wasser, das jetzt von meinetwegen von links nach rechts fließt, plötzlich nicht mehr von links nach rechts fließt, sondern ansteigt durch den Damm. Und wenn ich den Damm wieder öffne, dann sinkt es wieder. Das heißt, diese longitudinale Bewegung wird jetzt zu einer transversalen Bewegung durch den Damm. Das wird hier alles genau erklärt. Das ist Physik in einer bildlichen Darstellung. Das sind jetzt Ordinum, wir wollen uns da nicht so weit, Ordinatium, das kommt jetzt hier aktiv die Aufstellung der Reihe nach, Enchet heißt Ruhend auf Hebräisch, die Anordnung, Ordnung und so weiter und so weiter und so weiter. Sehen, wir haben jetzt nur dieses eine Wort etwas genauer angeschaut, dass wir mal den Gesamtkontext erkennen. Diese Gleichungen lassen sich ganz allgemein aufschreiben und man kann später die Koordinaten wählen, die für die Lösung des Problems am besten geeignet sind. Das heißt, du hast viele, viele Möglichkeiten und du nimmst dann die Möglichkeit, die ich brauche. Denk mal wieder unser Schrödingers Katze, unsere Wellengleichung liegt zusammen. Wenn ich jetzt etwas kochen will, werde ich zuerst einmal den so zusammenbrechen lassen, dass ich einen Herd vor mir habe. Will ich was frisch halten, werde ich so zusammenbrechen lassen, dass ich den Kühlschrank vor mir habe. Wir wollen das einmal praxisbezogen machen. Okay, dieser Paul Dirac selbst erfand die Schreibweise als auch die Benennung, die auf die Spitzenklammern Englisch Bracket, da kommt dieses Bracket, anspielt, die man oft als Skalarprodukt, jetzt müssen wir natürlich wissen, was ist denn eigentlich ein Skalarprodukt? Bin ja so blöd, dann kann man nachschauen, wenn es dich interessiert, schauen wir es uns mal ganz kurz an. Das ist ein Skalarprodukt, ist auch ein inneres Produkt oder ein Punktprodukt. Ein Punktprodukt ist letztendlich dieses kleine Lichtchen zwischen den zwei Spiegeln produziert. Die ganzen Lampen, die es vor sich hin ausdenkt in einer Reihe als Koordinate,
die letztendlich nur durch Generationen, wir wissen ja Spiegel hüben, Spiegel drüben, wie stellst du dir vor, dass diese, wenn du jetzt zwischen zwei Spiegeln stehst als Lämpchen und du siehst plötzlich viele Lämpchen und Spiegel vor dir, obwohl von der höheren Ebene nur zwei da sind, genau genommen drei. These, Antithese ist eine Spiegel, der andere Spiegel und die Synthese ist das Licht selber. Warum sind jetzt da so viele Lämpchen mit Spiegeln vor mir? Weil ich praktisch das generiere. Es ist die Öffnung einer Berechnung. Das ist ein Produkt, ich produziere letztendlich aus mir als Einheit eine Vielheit. Schauen wir mal, was produzieren bedeutet. Das Produkt heißt zuerst einmal Bedeutung, ein materielles Ergebnis von menschlicher Arbeit. Jetzt ist aber der Mensch nicht der Trockennasenaffe, sondern es ist der Adam, der wirkliche Mensch nach Gottes Ebenbild. Er produziert durch Ausdenken ein materielles Produkt. Das heißt, dieser Adam ist als Geist gesehen Energie und diese Energie nimmt plötzlich eine Form an. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Von Augenblick zu Augenblick, das ist der träumende Geist. Und jetzt schauen wir mal, dieses Wort Produkt kommt eigentlich genau genommen von dem Wort produzieren. Das heißt etwas herstellen, erzeugen. Da wissen wir, er bedeutet erweckt und zeugen heißt etwas erschaffen. Du bist der Erzeuger. Ein Hervorbringen, ein Vorführen, ein vor sich hinstellen aus sich selbst heraus und alles, was du heraus oder hervorführst, aufschieben, in die Länge schiebst, verlängerst, ist trotzdem in dir drin. Egal, wo du dir was hindenkst, ob du dir jetzt Känguru nach Australien denkst oder Neandertal in die Steinzeit. Egal, was du räumlich oder zeitlich um dich herum, rein gedanklich um dich herum verstreust, es ist de facto hier und jetzt deine Information. Eine Form, die eigentlich genau genommen gar keine Form ist, die erst zur Form wird, wenn du das vor dich hinstellst. Und dann wird die Erde, Kugel, die du dir ausdenkst, so groß sein, wie du dir die jetzt vorstellst, obwohl da außen überhaupt nichts ist. Und das Planetensystem, das du dir jetzt ausdenkst, in Maßsetzung des anerzogenen intellektuellen Wissens, deines Schwamminhalts, wird genauso funktionieren und aufgebaut sein, wie du dir das vorstellst. Das natürlich das, was du dann dir vorstellst, als dieses klassische, die Sonne in der Mitte, als Scheinwerfer, Merkur, Venus, Erde mit dem Mond drumherum und so weiter, dass das eine arithmetische Gleichung, eine Formel ist, auf die ich auch ganz kurz eingehe in den Ohrenbarungen, dass genau diese Formel im Kehrwert exakt den Aufbau deiner Elemente, wo dir Physiker erklären, wie die Materie aufgebaut ist, entspricht. Das kannst du alles nachrechnen, weil das ein Computerprogramm ist. Vorstellungen, wann durch ein Computerprogramm erzeugt, der Computer wiederum, der Mech-Chef auf Hebräisch heißt der Rechnungsführer, der letztendlich du selbst bist. Die Frage ist bloß, mit welchem Wissen, mit welchen Programmen erzeugst du Vorstellungen? Also gut, das Skalarprodukt, diesen Punktprodukt, das sich in einem Punkt befindet, weil alle Lämpchen, alle Menschen, die du um dich herum ausdenkst, sind in den einen roten Menschen, der sich die blauen Menschen ausdenkt. Die blauen Menschen sind nur Trockennasenaffen, vergängliche, sterbliche Menschen. Die Leute, die Menschen, die Mödim, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres. Das sind tot. Lass die Toten ihre Toten begraben. Verdammt nochmal, vertrau doch endlich einmal meinen Worten. Das ist nicht boshaft, das ist nicht böse. Du versuchst permanent als träumender Geist, die Figuren, die in deinem Kopf in Erscheinung treten, wenn du träumst, dass du die am Leben hältst, die haben keine Überlebenschance. Die können auch nicht wach werden und denen kannst du nichts erklären. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hast, du bist der Auserwählte. Nicht irgendein Gedanke von dir. Auch nicht der, der jetzt vom Computer zu sitzen scheint, weil du in dir ausdenkst. Jetzt denkst du wieder an deinen Körper. Wo war der die ganze Zeit? Während du aufmerksam zugehört hast. Also gut, wir haben ein Skalarprodukt, praktisch ein Punktprodukt, ein Produkt, ein Produzierend in einem Punkt. Haben wir uns gerade angeschaut. Und jetzt treten zwei Faktoren ins Spiel. Die Faktoren wiederum, diese Faktoren, das ist natürlich jetzt auch, das ist ein Träger, ein Fahrer, da kommt jetzt schon eine gewisse Bewegung im kartesischen Koordinatensystem, die große Falle des Kartesius, das war der mit, ich denke, also bin ich, cogito ergo sum, wo ich auch schon mal in die Ohrenbarungen darauf hinweise, dass es gar nicht heißt, ich denke, kann man nachlesen, habe ich auch in vielen Selbstgesprächen gesagt, das ist so immer, dieses Mens ist Denken. Cogito heißt eigentlich was ganz was anderes, immer übertragenerweise. So wie
der Zirkel oder das Zentrum, nehmen wir das Zentrum, jeder als Mittelpunkt definiert, obwohl das nur Stachel heißt. Also, wir haben hier zwei Vektoren und jetzt kommen wir zu dem Bracket, die Bracket-Notation. In der Bracket-Notation schreibt man die Vektoren des Vektorraums auch außerhalb eines Skalarprodukts an. Nochmal, dieses Punktprodukt außerhalb, halb außen, mit einer Spitzenklammer als Ket. Jedem dieser Kets entspricht dann ein Bra. Jetzt machen wir ganz einfach wieder, wir haben doch Vordersprache. Was ist eigentlich ein Ket, wenn wir das hebraisieren? Und da wissen wir dann ganz einfach, dass Ket, K-I-D, das heißt zur Zeit. Jetzt wenn ich zur wieder hebraisiere, weiß ich, das heißt ja zur Form gewordene Zeit. Das passiert jetzt. Das ist eine ZW-Isen-Zeit. Wenn ich jetzt ZW weiß, das heißt ein Befehl, wenn ich es oben eingib. Und dieses B, Befehl B als zweiter Buchstabe, es fehlen immer zwei. Hast auch eine Order. Or heißt erweckt. DR heißt Generation. Eine erweckte Generation erzeugt Gedankenwellen. Dazu müssen zwangsläufig in der Einheit zwei Fälle, nämlich die, die ich mir ausdenke. These, Antithese. Das heißt, eine Synthese, der Geist, die drei, die Gimmel, wird zu ML, zu Gestalt gewordenen Licht. Was ich Helligkeitsunterschiede brauche. Ischen wiederum, haben wir ja gesagt, heißt schlafen. Es kann nur im Schlafen passieren. Und es erscheint ja zeitlich. Jetzt, wenn ich natürlich wieder weiß, dass Zeit eigentlich et für sich alleine nur augenblickliche Erscheinung heißt. Ich habe in einem der letzten Updates vier verschiedene hebräische Wörter für Zeit vorgestellt. Das ist ein Zeitpunkt. Jetzt. Man nennt es auch nun. Da haben wir zwei Existenzen hier auf. N ist Existenz, U ist aufgespannt, N ist Existenz, Wellenberg und Wellendahl gleichzeitig. Jetzt. In einem Punkt, aus dem ich mir das herausdenke, das wäre jetzt die Nulllinie, unsere symbolische Wasseroberfläche. Okay, wir haben also etwas, eine zur Form gewordene Zeit, es ist unser Ket. Und nochmal, genau lesen, es entspricht, entsprechen. Immer einem Bra. Dieses Bra, das ist die erste Buchstaben in der hebräischen Bibel, das ist Bara. Das ist immer ein Erschaffen durch einen Gott. Ersch in Affen sind übrigens logisch erweckte Affen. Das heißt, Gott braucht zuerst einmal einen Adam, der männlich und weiblich ist, Seger Venikaba, Denker und Ausgedachtes. Der wiederum braucht einen Affen, um etwas zu erschaffen. Das heißt, einen Intellekt. Ich sage immer wieder, der blaue Mensch, das blaue Ich ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Jetzt sind wir wieder bei unserer Metapher Bezug auf Computerprogramm. Okay, machen wir mal hier ein bisschen weiter. Jahre später gab er zu, dass sie recht hatten. Er erklärte, jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, Quantenphysik ist nichts anderes als eine Menge von Gleichungen, die beschreiben, wie sich diese Wellenfunktion verhält. Wenn ein Mensch ein Experiment beobachtet, verursacht er den Zusammenbruch dieser Wellenfunktion. Er zerstört Informationen. Er setzt die Wellenfunktion auf Null zurück und alles geht von vorne los. Er zerstört Informationen heißt, dass sobald du ein Chat, die Küche denkst, wo als Kontinuum alles, was in der Küche darin ist, jetzt als Einheit, als Chat, wie ich das immer als Kollektion nenne, sobald du reinschaust und den Herd anschaust, zerstörst du eigentlich Informationen von dir, obwohl eine Information auftaucht, weil du nur eine Perspektive siehst. Das ist immer unser Spiel zwischen 7, 8, Selektion, Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion, Kollektion. Das muss dir so bewusst werden, dass du dich immer reinzoomst in eine Struktur und zu einem Fachidioten wirst. Ob das jetzt Wissensbereiche sind, ob du dich auf eine Religion fokussierst, ob du dich auf ein Wissensgebiet, die Medizin und dann die Medizin, Chirurgie, Innere, Orthopädie, spielt keine Rolle. Es ist eigentlich meine Metapher, ich stelle das immer dar, du denkst, du stehst jetzt vor einem Bücherregal, du siehst das Bücherregal. Dann fokussierst du dich rein, du nimmst ein Buch in die Hand. Und sobald du in das Buch reinschaust, achte auf das Wort Buch. Buch, B-U-Chat, einfach gelesen heißt eine polar aufgespannte Kollektion. Dann ist das Buch da und du brauchst ja, dass du das Buch siehst, einen Hintergrund. Das wäre jetzt dann noch dieses Bücherregal, wo du ein Buch herausgehoben hast. Jetzt ist ein Buch oben, eine polar aufgespannte Kollektion.
Und wenn du jetzt dieses Buch aufklappst und wir sagen mal, dass wir einfach zwei Seiten machen, da brauchen wir ja keinen Hintergrund, wir brauchen einen Unterschied. Und ich denke mir jetzt zwei unendlich große Buchseiten, die aneinander liegen, dann habe ich praktisch hier eine Trennlinie und ich sehe rechts eine Seite und links eine Seite, dadurch habe ich einen Unterschied. Ich brauche jetzt zu diesen zwei Seiten keinen Hintergrund nochmal, außer rot geschrieben den, der sich's ausdenkt, dann bin ich der Hintergrund von den zwei, die ich mir ausdenke. Dann habe ich die zwei Seiten, ja, aber jetzt wird's interessant, dass ich, wenn ich da tiefer reingehe will, muss ich mich wieder für eine Seite entscheiden, die ich anfokussiere. Und plötzlich habe ich wieder einen Unterschied von verschiedenen Zahlen. Aber dann kann ich immer noch nicht lesen, was drin ist. Ich muss mir eine Seite anfokussieren. Dann habe ich plötzlich die Worte in der Zeile da und dann muss ich ein Wort anfokussieren, wie ich immer sage, die sind alle Seiten, alle Bücher, alles ist immer gleichzeitig da, aber ohne Unterscheidung wie die Gegenstände in einer Küche. Und sobald ich da reinschaue, bricht die Wellengleichung zusammen. Und jetzt ist es interessant, obwohl ich menschlich gesehen plötzlich eine detailliertere Vorstellung, eine Information zu sehen bekomme, vernichte ich im selben Moment trotzdem in Bezug auf das Chat Informationen. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Buchseite anschaue, denke ich nicht mehr an die anderen Seiten, die ja trotzdem in mir drin sind, die ja trotzdem da sind. Sobald ich eine Zeile anschaue, sehe ich alle die Worte in der Zeile gleichzeitig jetzt, so wie auch die Zahlen auf der Seite gleichzeitig sind. Ich kann aber nicht alle Worte gleichzeitig aussprechen. Sobald ich ein Wort ausspreche, komme ich schon wieder auf eine detailliertere Ebene, die ich jetzt zu hören bekomme, mit einer ganz bestimmten Vorstellung verbunden. Ich sage immer wieder, denk an das Wort, jetzt spreche mal das Wort Krebs aus. Das ist schon wieder ein Chat. Was für eine Vorstellung erzeugt in dir das Wort Krebs? Kontextabhängig. Das heißt, die Erklärung, die ich dir jetzt gebe, überragt alles, was die menschliche Psychologie bisher deiner Menschheit erklärt hat, obwohl das alles richtig ist, was die sagen, es ist noch extrem fehlerhaft. Und es ist ganz einfach zu verstehen, es ist immer so, es ist wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Es gibt auf die kompliziertesten Lösungen die einfachsten Antworten, wenn du dich nicht irritieren lässt durch dieses anerzogene Wissen, ich sage immer durch das Geschwätz von dem Zweiten. Ein Beobachter hat also chaotische Auswirkungen, wenn er versucht zu erklären, was passiert, wenn eine Person ins Spiel kommt. Eine Person ins Spiel kommt, das wird ja dann krasse, weil der Beobachter, den ich mir jetzt ausdenke, den spreche ich zumindest ein Geist, der etwas beobachtet. Aber sobald jetzt noch eine Person ins Spiel, eine Maske, die filtert, die interpretiert, die letztendlich eine ganz bestimmte Perspektive projiziert, die es dann gefiltert wieder selber wahrnimmt. Das ist der normale Mensch. Dann kommst du in das totale Chaos. Wobei ich jetzt das Wort Chaos schon wieder merke, es ist nichts Negatives. Wenn ich das Wort Chaos nur negativ betrachte, das Tohuwabohu, das ist übrigens, da steckt das Wort Chaos mit drin. Am Anfang war das Tohuwabohu das Chaos. Das Chaos hat wieder zwei Seiten. Es ist zum einen das nicht Berechenbare, der Zufall. Aber auf der anderen Seite stellt man fest in der Chaos-Mathematik, dass es die absolute Präzision ist. Du musst nur mit der großen Zahl umgehen, mit dem Unendlichen. Erst wenn du das Unendliche verstanden hast, kannst du das nichts verstehen. Weil alles, was sich widerspricht, untrennbar zusammengehört. Unendlich ist nur ein anderes Wort für alles. Das Nichts, das man nicht denken kann, ohne es zu einem Gedanken zu machen, zu einer Vorstellung zu machen, diese spezielle Vorstellung ist nicht nichts. Und das Alles, dass ich genauso wenig mir denken kann, außer ich denke an das Wort alles, aber das ist nicht alles. Es ist wieder eine spezielle Vorstellung. Es kann gewusst werden. Und du Geist musst irgendwann einmal anfangen zu wissen, was du selbst bist. Und dann musst du akzeptieren, dass du nichts bist und dadurch zwangsläufig alles bist. Ich mache immer ganz so einen alten Spruch von mir, die Kleinsten werden die Größten sein. Das Kleinste, was es überhaupt gibt, ist so klein, dass es nicht mehr ist. Und das ist zwangsläufig alles, was ausgedacht wird. Der träumende Geist. Deshalb stellt man den Wissenschaftler außerhalb des Experiments. Er kann zwar das Resultat des Experiments sehen, aber weil sein Bewusstsein die Wellenfunktion zum Kollabieren bringt, kann er selbst nicht dabei sein. So, ganz interessant, dem Wissenschaftler selber. Ich sage immer, ein wirklicher Wissenschaftler ist dieser Tierchenforscher. Das ist der Beobachter, der vollkommen wertfrei schaut, er ist außerhalb des Experiments. Er lebt außerhalb der herausgetretenen, um sich selbst herum verstreuten Lügen oder Überlegungen.
Er lebt außerhalb. Jetzt pass auf, ganz wichtig. Außerhalb heißt eigentlich, dass er innerhalb ist. Ha'al ist ja das Nichts, die Quintessenz Gott, Ha'al. Und B am Ende heißt ja unsere Gedankenwelt, unsere Polarität außerhalb. Wenn der Wissenschaftler, der eigentliche Geist außerhalb dieser Welt lebt, ist er genau genommen innerhalb. Wir müssen alles, was sich widerspricht, verbinden. Jetzt mache ich es mal ein bisschen moderner. Wir denken uns jetzt einmal unser Bewusstsein, unseren Wissenschaftler als ein Kind, das an einem Computerspiel spielt, eine VR-Brille aufhat, oder das lassen wir mal weg, du sitzt vor dem Computer mit einem Monitor und du bewegst deinen Avatar durch diese virtuelle Welt, die letztendlich nur aus ständig sich veränderten Pixelhelligkeiten besteht. Diese virtuelle Welt, die vor dir zu sein scheint, außerhalb, du selber lebst ja gar nicht in der Welt. Nur wenn du es vergisst, das ist dann der Punkt, dass du deine VR-Brille aufgibst und dann meinst du, du bewegst dich außerhalb von dir selbst durch eine Welt, die nur ausgedacht ist, die letztendlich sich innerhalb von dir selber abspielt. Das ist die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, letztendlich mit sich eins wird. Man darf jetzt aber auch nicht den Fehler machen, dass man meint, wenn man sagen hier, diese Welt der Außen ist es diesseits und das Außerhalb wäre dann das Jenseits, was ja genau genommen innerhalb ist, immer spiegeln. Das ist auch so ein Problem, weil es das eine ohne das andere, solange du dir das ausdenkst, nicht gibt. Es ist nicht das Ziel, dass du vom Diesseins ins Jenseits überwechselst. Das ist so, wie wenn du hier anfängst, Bereiche zu verändern. Ich ziehe aus Deutschland aus und gehe nach Israel. Es bleiben immer ausgedachte Sachen. Es bleiben Vorstellungen. Das wirkliche Innere ist dieser Mittelpunkt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Und das, was du zu erleben bekommst, ist immer ein binäres Phänomen. Ich sage immer ein digitales Phänomen. Da muss man natürlich jetzt wissen, was ist eigentlich binär oder was ist digital? Ich sage immer wieder 100% sicher, ein bisschen schwanger gibt's nicht. Die Welt der Vorstellungen ist, dass du immer nur eine Seite siehst. Es ist entweder hell oder es ist dunkel. Außer du erhebst dich und dann bist du außerhalb dieser Erdkugel. Da musst du aber komplett losgelassen haben, dass du begreifst, dass der sich das heliozentrische Weltbild ausbildet, ausdenkt, dass der nicht irgendein Trockennasenaffe ist auf der Erdkugel, der sich entweder auf der hellen oder dunklen Seite befindet. Wir schauen uns das einmal genauer an. Und zwar machen wir einfach einmal hier den Digitus. So. Da wirst du dich jetzt überraschen lassen müssen. Das Digitus kommt zuerst einmal vor Digo. Das ist, ich springe da ganz kurz rein. Ich muss mal ganz kurz, ob wir es finden. Digitulus. Na, das. Lass mal den Digitus, sonst hole ich zu weit aus, sonst kommen wir gar nicht weiter. Jetzt pass auf, das Digitus, das ist Diktion, das Schauen, das Zeigen. Das heißt, das ist einmal der Zeiger. Es ist einfach schlichtweg und einfach, Digitus ist zum einen, können wir jetzt auch uns lange über den Zeiger unterhalten, haben wir gerade schon die Vektordiagramme gehabt, bei unseren Brakettfunktionen. Das heißt zum einen einmal der Finger an der Hand. Ich will da ganz kurz einmal bloß jetzt, weil wir uns hier stundenlang unterhalten können, wir schauen zuerst nur, der Finger an der Hand ist der Digitus. Dieses HND heißt die Quintessenz und diese existierende Öffnung. Diese existierende Öffnung ist, haben wir gerade gehabt, das Auf und Ab. Dieses ständige Auf und Ab. Der Damm. Aufgetürmte Wasser. Das hebräische Wort für Hand ist ja J. Dieses J ist eine intellektuelle Öffnung. Wenn wir es blau lesen und da kriegst du jetzt einen Besitz, das ist, das erste Mal heißt es eigentlich nur Hand, aber das ist auch eine gewisse Kraft. Die Kraft, die du hast, ist deine intellektuelle Öffnung, etwas in dir intellektuell öffnen zu können. Ich sage immer, das J Gott und das blaue D ist dann Gott und eine intellektuelle Öffnung. Du kommst dann in einen Bereich, B-Rei-Chat. Das heißt, in einem Spiegel ist eine große Kollektion. Chat als Kollektion.
Jetzt pass auf, das heißt aber nicht nur Finger, sondern es heißt auch Zehe. Jetzt wollen wir wissen, dass Z Geburt heißt und Ehe eine Verbindung von Plus und Minus darstellt. Ist es die Geburt einer Verbindung von Plus und Minus? Das ist der Wellenberg und der Wellendal, das Gedachte und das Nichtgedachte, die These und die Antithese, wo du immer bloß eine Seite dir in der Regel anschaust, unbewussterweise. Das heißt, die Geburt einer Ehe und diese Geburt, die Zehe, der Finger, den können wir jetzt übrigens auch ganz interessant machen, das ist F, eine Facette im Geist wird erweckt. Im Geist, F, eine Facette im Geist wird erweckt. Und das ist eine intellektuelle Öffnung, das ist die Hand. Die Geburt dieser Ehe jetzt, dieser Gedankenwelle, basiert am Fuße. Jetzt muss ich nur wissen, dass das hebräische Wort für Fußregel heißt. Das heißt eine berechnete Welle. RGL, eine berechnete Welle. Da hast du jetzt das polare eine, das Bein ist eine, das polare eine oder der Fuß ist eine Facette, ist eine aufgespannte, damit schon ein S, ein scharfes S sieht aus wie ein Beta. Eine Facette einer aufgespannten Polarität ist das polare eine, das Bein, das ist die Regel, spricht mir übrigens Regel. Diese Regeln, die du nicht verstehst, weil du die göttlichen Regeln, die Schöpfungsregeln nicht beherrschst. Das ist die Berechnung einer Welle, egal. Heißt übrigens auch dann Spionieren, Auskundschaften. Jetzt wirst du merken, wie das Deutsche und das Hebräisch lückenlos ineinander greift. Physics experiments keep observers out of the loop. They put a scientist outside the box. He gets to look in maybe at the end. Outside the box ist überhaupt nichts. Das ist außerhalb deines Kopfes, ist zwar Sachen, die du dir ausdenkst, die aber nicht da außen sind. Denk immer, du hast da VR-Brille auf. Egal, was du da außen siehst, ist es in dir drin. Und da kann ich nicht oft genug sagen, selbst der Materialist, selbst ein tiefgläubiger Materialist muss akzeptieren, dass er erst dann etwas spürt, wahrnimmt, sieht, hört, auch sinnlich wahrgenommen, wenn sich das als Information jetzt in materialistischer Logik in seinem jetzt ausgedachten Gehirn befindet, das aber komischerweise nicht existiert, wenn er nicht an das Gehirn denkt. Für einen Materialisten ist hundertprozentig sicher, dass das auch existiert, wenn er nicht dran denkt, sonst wird es ihn ja nicht geben, zumindest den, den er zu sein glaubt. Und jetzt sind wir wieder, was ist dein Glaube? Ich verweise nochmal auf das Selbstgespräch, was ist meine eigene Meinung? Ist das deine Meinung? Ist es deine Meinung, dass du ein Gehirn bist? Ist es deine Meinung, dass du ein sterblicher Trockennasenaffe bist? Ist es deine Meinung, dass du auf einer Erdkugel lebst, die sich um die Sonne herumdreht? Oder ist es eine andere? Ist es deine Meinung, dass du ein Katholik, ein Christ oder ein Atheist bist? Sind es nicht Sachen, die du in dir vorfindest, weil das in deinem Schwamminhalt drin ist? Ich betone nochmal, schau dir nochmal dieses Selbstgespräch an, das ich am Anfang hinweise. Es ist wie ein Elefant im Porzellanladen. Der Beobachter bringt die Messungen durcheinander und bislang weiß niemand so recht. Der Elefant im Porzellanladen, ganz interessant, das nämlich unser Bohr. Kann man auch Bur aussprechen. Das ist hier das Los, das du selber ziehst. Ein Zerreißen, ein Zerbrechen in dir und es bringt jetzt einen Zufall. Dieses Z-Waff haben wir gerade schon gehabt. Das heißt, die Geburt von etwas Aufgespannten. Das ist dazu. Das ist ein Befehl des 2b. Zweifeln oder du lebst im Fehlenden, das ist eine Order, das heißt erweckte Generation. Und jetzt wird es natürlich, wir haben den Elefant im Porzellanladen. Jetzt können wir natürlich das Zell zuerst einmal als ZL lesen, dann kriegst du den Schatten. Du wirst jetzt in einem gewissen Maß zu jemandem, der in den Schatten, in der Schattenwelt lebt, in der Welt der Projektionen, in der virtuellen Welt, die du dir ausdenkst. Drum heißt es auch im Alten Testament an einer Stelle, eine junge Schlange, denk bei der Schlange, die ja eigentlich die klassische Schlange ist, die Nachasch. Und diese Nachasch, das ist die Schlange im Paradies, die sagt, du musst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Dann wirst du sein wie Gott. Wenn du der Wellenberg und das Wellendal gleichzeitig bist, dann bist du hier die Nulllinie. Geh eben. Geist ist eben. Geist kann es nicht geben. Weil er eben ist. Aber es kann aus dem Geist ein Berg und ein Dal entspringen, aber immer nur gleichzeitig. Niemals nacheinander. Da kann ich immer wieder die Worte nach, enchet heißt ruhend, ein heißt nicht existierend und and heißt, ich werde auf- und abschwingen. Wenn wir das jetzt eingeben. Das ist übrigens reines Hebräisch mit der Vatersprache. Noch genauere Beschreibungen gibt es nicht.
wie man damit umgehen soll. Wir leben in einer Welt, in der es Machthierarchien gibt. Es gibt sehr einflussreiche Menschen. Du lebst erst einmal in der Welt, die du dir ausdenkst. Und dann lebst du nicht in dieser Welt, sondern die Welt existiert in dir. Du bist die Quelle, Quelle. Du bist die Quelle für die Welt, die du dir ausdenkst, die du um dich herum verstreust. Die befindet sich in dir und nicht da außen. Halt, verdammt nochmal, das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und Menschen, die praktisch überhaupt keine Macht haben. Vom biologischen Standpunkt her ist es aber wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch gleich mächtig ist, wenn es darum geht, den Planeten zu verändern. Den Planeten. Das ist natürlich jetzt ganz interessant. Die planen alle. Das ist zum einen Bella Hebraisier, das ist Wunder, wenn man das Planet im Griechischen anschaut, das Planet, dann heißt es umherirren. Die irren umher in einer Welt, die sie sich selber ausdenken. Und jeder Mensch, blau geschrieben, als Konstrukt, Werte und Interpretationsprogramm ist gleichmäßig. Darum streiten die ja so um ihre Sichtweisen. Weil jeder meint, seine Logik ist richtiger wie die andere Logik. Und da kann ich dann immer wieder bloß sagen, wenn du in deinem Traum, wenn jetzt in deinem Kopf irgendwelche logische Denkmodelle, ob mir das Religion nennen, ob mir das politische Sichtweisen nennen, jedes Denkmodell, jeder Gedanke, jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Gedanken steht, ist definitiv nur eine Facette aus einer höheren gemeinsamen Ordnung. Eine Küche ist weder ein Herd, noch ist eine Küche ein Kühlschrank. Alles, was sich widerspricht, als einfaches Symbol, gibt in einer höheren Komplexität eine vollkommen neue höhere Ordnung, wo du hinwachsen wirst, ob du willst oder nicht. Wie lange du das subjektiv, chronologisch, zeitlich empfindest, hängt davon ab, wie viel du diesen Worten Glauben schenkst, was jetzt aber wieder das große Problem ist. Vertraust du dem ersten oder dem zweiten? Mach dir zuerst einmal bewusst, dass du alles, was du bisher geglaubt hast, aufbaut auf dem Wissen vom Zweiten. Alles, was diese Pixelmännchen dir zu erzählen scheinen, die ja nur sind, weil du sie jetzt ausdenkst, die letztendlich Figuren in deinem Führerscheinprüfungsbogen sind, wie ich das nenne, dass du erkennst, wie unendlich geistlose Rezitiermaschinen die sind. Das Wissen eines jeden Professors ist austauschbar, wenn du ihn als Kind in einer anderen Schule zu einer anderen Zeit groß werden lässt. Er rezitiert einfach das, was man ihm erzählt hat. Das ist kein geistreiches Denken, sondern geistloses Rezitieren. Und das baut sich jetzt auf. Ich breche das ab, weil jetzt nur raumzeitliches Geschwätz kommt. Aber wir machen trotzdem noch mal eine Kleinigkeit. Und zwar schauen wir hier rein. Ich möchte ein bisschen über die von mir entwickelten Physikexperimente sprechen, die Wissenschaftlern dabei helfen sollen, zur Schlussfolgerung zu gelangen, dass wir wirklich in einer virtuellen Realität leben. Bevor Wissenschaftler... Der wird es niemals fertig bringen, dass irgendein von ihm ausgedachter Wissenschaftler irgendwas verstehen kann, weil Gedanken können nichts verstehen. Das heißt, in dem Moment, wo er es versteht, wirklich verstanden hat, wenn die um einen rum, wenn die Spiegelungen deinen eigenen Charakter widerspiegeln. Das heißt, wenn du jetzt den Eindruck hast, dass du langsam zu verstehen beginnst, in einer Phase des Begreifens bist, immer dran denk, Reifen. Wenn etwas in einem Reifen ist, denk an das Hamsterlaufrad, wiederholen sich die Sachen noch. Man nennt das Reifen auch ein Wachstum. Er ist noch in der Phase des Reifens. Rei wiederum heißt der Spiegel und Fen ist Pen, das ist Aspekt, Penim, Panim. Das Gesicht im eigenen Inneren, das ist die Vollkommenheit, das sind dann zwei Aspekte. Ich weiß, es ist wieder für einen, der Holofeeling nicht anschaut, der die Vordersprache nicht beherrscht, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, wesentlich genauer, das ist PN. Ich mache ganz kurz Pen. Das ist ein Aspekt. Ein Aspekt ist zuerst einmal eine Ecke. Da denken wir uns, wir fokussieren, aber sobald wir eine Ecke uns denken, müssen wir uns das da mal klar machen, meine ich jetzt eine Kante, eine Zimmerkante. Die Ecke selber besteht aus 3. Das heißt, ich brauche zuerst einmal 2 Aspekte, ich brauche 2 Wände. Schau mal wieder das Wort Wand an. Wir haben eine doppelt aufgespannte Schöpfung, WA, und die wird zu einer existierenden Öffnung. Und jetzt 2 Aspekte, die Yom-Endung. Wir haben wieder unser Im, unser Meer. Jetzt kriegst du zum einen das Angesicht, das Aussehen, die Bedeutung, dasselbe Wort Panim ausgesprochen, heißt als Penim ausgesprochen, heißt das Innere, im Inneren. Das ist
Penim sind zwei Aspekte, die du nach außen siehst, das Aussehen, die aber letztendlich in deinem Innern sind, in mir selber, zumindest an der Oberfläche. Sprache ist Physik. Okay? Jetzt ist, haben wir hier zum Beispiel den äußeren Wert, da gehe ich ja überhaupt nicht drauf ein, der äußere Wert ist 180. 180, 100 ist Kopf, das heißt Affinität und 80 ist Wissen, da steht schon das affine Wissen. Und so weiter und so weiter. Wenn Wissenschaftler irgendetwas glauben, brauchen sie ein Experiment, das ihre Annahmen bestätigt. Das ist die gängige. Fallen los, wenn Wissenschaftler irgendetwas glauben, da haben wir schon A und B. Wenn wir das blau lesen, ist das einmal das Gehirnlicht, das sie zum Denken benutzen, das vollkommen geistlos ist. Ist praktisch eine Welle, ein Trümmerhaufen von Wissenselementen. Und A und B ist wichtig. A und B heißt nämlich die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und das ist eine Beschwörungskunst von Totengeistern. Nochmal, lasst die Toten ihre Toten begraben. Das sind so viele Toten und Geist, jetzt blau geschrieben, sind nur Gehirnexistenzen, sind programmierte Chips, die mit ihrer eigenen Beschwörungskunst das Programm Vorstellungen erzeugt. Schöpfung einer aufgespannten Existenz. Von dem Roten, wir können das natürlich auch rot machen, dann kriegen wir den Zauber, die Geburt einer Schöpfung, einer verbundenen Polarität, die erweckt wird und damit wird sie zwangsläufig wieder polar. Übrigens in dem Wort Zauber beginnt mit ZA, die Geburt einer Schöpfung. Die Geburt einer Schöpfung, was ist die Geburt einer Schöpfung? Da muss ich mir ja was ausdenken, darum heißt es erst einmal hinaus. ZA. Und das Ganze passiert in einem Eck, DR-Eck, in einem generierten Eck. Da müssten wir jetzt wissen, was ein Katzenauge ist. Bei Rücklichtern, bei Rückspiegeln. Da brauchen wir jetzt die ganze Physik, die ist unheimlich wichtig. Gängige Herangehensweise der Wissenschaft, damit aus einer Art. Und wie gesagt, die brauchen einen gewissen Glauben. Glauben sie nur, wenn sie mit ihren Experimenten das beweisen können. Wenn wir jetzt wissen, dass ein Experiment etwas herausgetretenes ist, was man um sich herum, die Lügen, die man verbreitet, dann wirst du irgendwann einmal erkennen, dass die ganzen Experimente der modernen Naturwissen sagt, überhaupt nichts mit Realitäten zu tun haben, sondern das sind logische Konstrukte. Ich erinnere diesbezüglich nochmal. Aber ich will Ihnen jetzt einfach mal diese Bilder zeigen dazu. Weil mit diesen 100 Milliarden Bildern pro Sekunde, da wurde tatsächlich Licht im Flug aufgezeichnet. Die Betonung liegt auf Flug. Licht ist aufgespannter Geist, L-U-G. Der kommt sich so klug vor in seinem aufgespannten Geist, von dem er keine Ahnung hat. Man kann beispielsweise jetzt hier eine Rennstrecke aufbauen. Und einfach mal Licht in einem Medium auf die Reise schicken, indem es relativ schnell ist. Sagen wir mal in Das sind alles Lügen. Licht kannst du nirgends hinschicken. Du kannst die Lampe im Projektor nicht irgendwo hinschicken. Du siehst auch, dass da kein Licht rauskommt. Diese Metaphern, wo ich benutze mit dem Laserstrahl, die noch nie einer gesehen hat. Wenn du was siehst, siehst du nicht das, was du glaubst, was es ist. Nochmal, alles, was du siehst, ist nicht das, was du glaubst, dass es ist. Wenn du eine Sonne siehst, die über einen Baum einen Schatten wirft und du weißt, dass du eine VR-Brille aufhast und dass du jetzt eigentlich ein Pixel-Arrangement in zwei flachen Scheiben, die sich vor deinem was auch immer befinden, dass das, was du jetzt konstruierst, diese Illusion, die du vor diese Brille dir hindenkst, die sich letztendlich nur in deinem Kopf befindest, das heißt, du siehst eigentlich weder die Sonne, die eine Lichtquelle ist, noch den Schatten, sondern du siehst winzig kleine Bündchen in deinem Auge, in deinem ausgedachten Auge, nennt man das die Zäpfchen, die Rot-, Grün- und Blauzäpfchen, wo ich dann auch zigfach drauf eingegangen bin, dass selbst die Namen in der Physik mit Holofeeling einen ganz, ganz anderen Sinn ergeben, nämlich einen Sinn, der wie ein Puzzlestück in das Gesamtgut eingefügt werden kann und nicht immer diese einseitig zerdachten Vorstellungen. Luft, das ist hier der obere Teil, oder in Kunstharz. Im Kunstharz ist das Licht deutlich langsamer. Das ist so ähnlich. Hat er das gesehen? Ich weise nochmal darauf hin, wenn du irgendeinen Glauben, den du in dir trägst, beschwörst und du schwörst an Meinheit, weil du es nicht mit eigenen Augen gesehen hast, sondern nur vom Hörensagen kennst, sperre ich dich in dieses Gefängnis, in dem alle eingesperrt werden, die keine eigene Meinung haben.
Das heißt, ich sperre dich in eine ganz persönliche Traumwelt ein, wo du jederzeit raus könntest. Du müsstest bloß eine eigene Meinung kriegen. Und die wirst du nicht kriegen, wenn du permanent jeden Scheißdreck googeln musst und nachschauen musst oder zu einem Guru rennst. Wann fängst du endlich einmal an, dir selbst zu vertrauen? Nur dir selbst. Da musst du zuerst einmal wissen, wer du selbst bist. Und jetzt verrate ich dir das große Geheimnis, du bist ich. Du bist Weltlicht. Du bist wirklich ich. Du bist der, der sich jetzt alles ausdenkt. Der sich hier ein Udo ausdenkt, zumindest ein Lautsprecher ausdenkt, der sich den Brösel vor dem Computer ausdenkt, mit dem du dich die ganze Zeit verwechselt hast. Mir wird es nicht passieren. Ich lasse das, das kann man sich anschauen, ob ich zigfach schon gehabt, machen wir hier lieber weiter. Annahme eine Tatsache wird. Man glaubt vielleicht, dass etwas auf eine bestimmte Weise funktioniert, aber solange man nicht dazu das entsprechende Experiment durchgeführt. Man glaubt, dass es auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Aber bevor ich das nicht in einem Experiment beweise, und jetzt wird es ganz, ganz interessant, dass ich immer wieder sage, du musst unterscheiden, ob was real ist, real sinnlich wahrnehmbar ist, das genauso eine Information ist wie ein Gedanke, oder ob es nur ein logisches Konstrukt ist. Und dann ist erst einmal das ganze Mendeleische Periodensystem vom Tisch. Das ganze Vorstellungsbild eines Mikrokosmos ist dann weg vom Fenster. Der Mikrokosmos ist nämlich all das, diese Weltordnung, diese mikrokleine Weltordnung ist die Welt der winzig kleinen, im Gegensatz zum Makrokosmos, der Welt der riesig großen Sachen. Dazwischen liegt der vom Menschen direkt wahrnehmbare Bereich, das ist der Mesokosmos. Jetzt ist es ganz interessant, dass das, was hier Mesokosmos genannt wird, ist all das, was in dir real in Erscheinung treten kann, was du sinnlich wahrnehmen kannst, das heißt, was als sinnlich wahrgenommene Information vorliegt, vor dich hingestellt wird, und dann vor der VR-Brille hingestellt wird. VR heißt übrigens eine aufgespannte Berechnung. Wir können uns jetzt noch nachschauen, was virtuell eigentlich heißt auf Lateinisch, aber ihr merkt schon, da fällt das Grundwissen von der Substanz der Etymologie jeder Worte, vor allem wenn wir dann das Ganze noch in Zahlen uns anschauen, weil ich erzähle dir ja jetzt etwas und das würde ich zuerst einmal entsetzen, aber du wirst viel Freude haben, wenn du weißt, dass du ewig lang Zeit hast, das alles noch zu verstehen. Da tut sich in ein paar hundert Jahren überhaupt nichts, in ein paar Leben. Du kriegst doch so viel Leben, die übrigens sehr viel Spaß machen, wenn du sie bewusst machst, egal welche Rolle du spielst. Du musst jetzt erst einmal den Sprung schaffen vom bewussten Erleben, vom unbewussten Erleben zum bewussten Erleben. Du musst das Bewusstsein werden, das verstanden hat, dass alles, was du zu sehen bekommst, Unbewusstsein ist. Weil Bewusstsein und Unbewusstsein ist wie Wellenberg und Wellendal. Das heißt, die Bewusstwerdung von Unbewusstsein heißt die Bewusstwerdung irgendeiner Information. Das Bewusstsein ist die Einheit und die Informationen bauen auf Unterschiede auf. Das ist immer Unbewusstsein. Schon wenn ich mit Unterschieden arbeite, ich bin wer anders wie du. Ich bin Deutscher, ich bin Franzose, ich bin Israeli. Das ist alles Unbewusstsein. Das sind Gedanken, das sind Erscheinungen, die aufgrund dieser Unterschiede in dir in Erscheinung treten. Während sie Einheit können sie nicht in Erscheinung treten. Die rote Liebe, wie ich das nenne. Das heißt, die Bewusstwerdung von Unbewusstsein, da haben wir natürlich jetzt wieder Zwischenstufen. Mein altes Beispiel, jetzt schau mal Blätter in deinem Leben zurück, wie oft hast du gesagt, Mensch, da bin ich neben mir gestanden. Das heißt, es ist die Bewusstwerdung vom Unbewusstsein, aber da wirkt schon wieder dieses chronologische Denken, dass das Unbewusstsein, das du dir jetzt denkst, das dir jetzt bewusst wird, ist schon wieder wer drin, nämlich dein eigenes Ego, das dir einredet, das war gestern oder vorgestern, wo du unbewusst warst. Bewusstsein kann nie als Ding an sich selbst unbewusst werden, sondern Bewusstsein, rot geschrieben, ist die Synthese von ausgedachtem Bewusstsein mit ausgedachtem Unbewusstsein. Es ist die Synthese vom ausgedachten Denker mit ausgedachter Information. Das ist das wirkliche Bewusstsein, das man natürlich in dem Moment, wo wir uns diese Synthese denken oder den ausgeschlossenen Dritten denken, der ja auch schon wieder ein Gedanke, ein Objekt wird. Ich will jetzt da ganz kurz noch hier, weil das sehr wichtig ist, dass du merkst, auch wenn man im ersten Moment meint, dieser Dom Campbell, können wir jetzt schön auffächern, das Dom, haben wir im Atom hinten, Atom,
dass also hier dieser Tom Campbell den Weg rausgeht aus dem materialistischen Denken, indem er sagt, Physikexperimente zum virtuellen Realitätsmodell. Das heißt, die ganzen Videos, wenn du anschaust, der geht schwer davon aus, dass unsere Realität nur eine virtuelle Realität ist. Das heißt, praktisch die Illusion, die durch ein Computerprogramm erzeugt werden. Aber all seine Experimente, die er jetzt da sind, sind vollkommen aufgebaut auf dem normalen materialistischen Weltbild plus Quantenmechanik, das auch zu dem materialistischen Weltbild zählt. Nach wie vor. Bleibt es eine Theorie oder auch nur eine Hypothese? Deshalb habe ich eine Reihe von Experimenten entwickelt, über die sich Messdaten gewinnen lassen würden, die für die Annahme sprechen. Immer dran denken, Experimente sind Lügen, die ihr jetzt um sich herum verbreitet. Dass wir in einer virtuellen Realität leben. Wir leben überhaupt nicht in einer virtuellen Realität. Das, was in einer virtuellen Realität lebt, das ist der Trockennasenaffe, mit dem du dich verwechselst. Aber der wiederum mit der ganzen Welt ist in dir drin, weil das ja letztendlich nur ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt passiert. Ich setze dich in Bewegung, wenn du dich ins Auto setzt und meinetwegen von München nach Leipzig fährst. Das, was du siehst, ist dasselbe, wie du auf einem Monitor siehst. Es sind ständig wechselnde Bilder. Und diese Bilder wiederum, Be'ilet Arim, Kind erweckt, haben wir so oft gehabt, wenn wir das Wort Bilder hebraisieren. Das spielt sich in dir ab. Das Ab ist das verbundene Wissen. Und jeder Moment, jede Veränderung ist ein Wissen und Wissen, BW, Lautwandlung, ist immer ein Bissen. Wissen ist Bissen und das ist diese ganzen vielen Wissenselemente, die vielen Bissen, das ist die Weisheit. Das reine Weiß, ich weiß. Dass man natürlich dann wieder blau machen kann, dann kippt es wieder ins Gegenteil. Dann wird das Weiß mit dem scharfen S zu einem Weib. Jetzt bist du wieder bei deiner Logik. Und solange du zwanghaft noch in dem Wahn lebst, wenn sich etwas widerspricht, kann bloß eins davon richtig sein. Solange du noch in dem Wahn lebst, dass alternative Fakten was Falsches sind, es gibt nur ein einziges Faktum. Das Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das ist das Faktum. Es gibt keine historischen Fakten. Das auch. Ich habe das so oft erklärt. Und du wirst merken, dein Alltagsbewusstsein ist in einem Fort immer wieder glitscht du weg, welche jeder Kleinigkeit gerätst du in die Vergessenheit und damit zwangsläufig in den Abgrund deiner eigenen Traumwelt. Ich würde nicht sagen, dass ich dadurch zweifelsfrei beweisen lassen würde, dass wir in einer virtuellen Realität leben, denn in der Wissenschaft geht es eigentlich nicht mehr um eindeutige Beweise. Zu Zeiten von Newton dachten wir noch, wir könnten Zusammenhänge durch Messungen beweisen und daraus wurden damals die Newton'schen Gesetze entwickelt. Heute gibt es aber eigentlich keine Gesetze mehr, denn wir sind uns heute mehr denn je darüber bewusst, dass wir noch gar nicht alle notwendigen Informationen dafür haben. Das ist schon mal wieder, da können wir jetzt gleich wieder reinquetschen. Wann ist eigentlich für dich was bewiesen? Und du wirst irgendwann einmal feststellen, alles, was du bisher als bewiesen ansiehst, ist etwas, was du blind glaubst, weil man es dir erklärt hat. Und es ist für dich dann bewiesen, wenn du das als logisch ansiehst. Das heißt, sobald dir was logisch erscheint, ist es für dich bewiesen. Und ich sage jetzt immer wieder, zeig's mir. Ich will sehen, ich will das real sehen im Mesokosmos. Ja, das kann man nicht sehen. Das ist so winzig klein oder so riesengroß oder so weit weg. Oder das war so weit in der Vergangenheit. Beweise mir in irgendeiner Form, dass der Mensch einmal ein Neandertaler war. Beweise mir, dass dein Körper auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst. Beweise mir, dass ein Wasserstoffatom ein Proton und ein Elektron hat. Isotop 1. Beweise mir, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Wie willst du mir das beweisen? Egal, was du magst, ich werde dir zeigen, das ist was anderes. Das, was du siehst, ist nicht das, was wirklich da ist. Du siehst deine Interpretationen. Jeder Naturwissenschaftler, jeder religiöse Mensch, wenn der irgendetwas liest und aus diesen Worten, im Anfang war das Wort, alles, was geworden ist, ist Wort. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Worte in Form von Farbspritzern auf einem illusionären Papier in deinem Gesichtsfeld, sprich auf der Farbbrille in Erscheinung treten, oder ob die plötzlich wie aus dem Nichts in dir auftauchen. Wenn du zum Beispiel hier, jetzt muss ich schon wieder sagen, als ausgedachter Affe in deinem Bett liegst, du willst schlafen und in einem quatscht dich irgendjemand zu mit irgendwelchen Problemen und Sorgen und lässt dich nicht schlafen, obwohl du genau in diesem Moment am tiefsten schläfst und träumst.
Genau in dem Moment, wo du schlafen willst, schläfst du eigentlich. Wenn du nämlich wüsstest, dass du schläfst, hättest du doch kein Problem damit. Wer ist es, wer dich da zuquatscht? Du solltest dann mal genau darauf achten, ob du diese Stimme hörst, wenn dich einer mit Sorgen zuplappert, was du alles tun musst und was passieren könnte und was passiert, wenn du jetzt älter wirst und keine Rente mehr kriegst oder aus der Wohnung rausfliegst. Achte mal genau, wenn solche Gedanken in deinem Kopf auftauchen, wer das ist, ob du die Stimme kennst, ob du die bekannt vorkommt. Und dann wirst du demütig feststellen, nee, das bin ich ja selber. Aber wer bist du jetzt? Bist du der, der spricht? Bist du der, der zuhört? Der Vorstellungen generiert oder der, der das erlebt? Jetzt sind wir in diesen verschiedenen Ichs, die ich so oft erkläre. Es wird noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte brauchen, bis wir soweit sind. Zeit, in der Zukunft werden wir das vielleicht irgendwann nochmal begreifen. Du wirst in der Zukunft gar nichts verstehen. Wenn du es verstehst, verstehst du es jetzt. Morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Wenn du das verstanden hast, hast du alles verstanden. Zu sagen, dass wir also etwas eindeutig bewiesen haben, ist etwas zu hoch gegriffen. Meine Experimente würden aber der Idee, dass wir in einer virtuellen Realität leben, deutlich mehr Glaubwürdigkeit verschaffen. Ich habe dafür eine ganze Reihe. Die wirkliche Wirklichkeit heißt es in den Offenbarungen in den ersten Bänden immer wieder. Die wirkliche, das Wirklicht, die wirkliche Wirklichkeit, von der ich dir jetzt in diesem Moment als Lautsprecher berichte, die schätze ich ein Dreck. Drum, was irgendein dummer, programmierter, geistloser Trockennasenaffe Logik dir einredet oder was der glaubt, sollte er selber was glauben können. Es geht nicht darum, was irgendeiner glaubt oder nicht glaubt. Ich sollte nur noch interessieren, was glaube eigentlich ich und kann ich das überprüfen? Warum glaube ich das eigentlich? Und wenn du das magst, dass du deinen bisherigen Glauben einmal auf eine wirklich genaue Prüfung, auf eine Waagschale legst, kann ich es überprüfen oder ist es nur logische Konstrukte, die ich nur deshalb denke, weil man mir das erzählt hätte, würde man mir was anderes erzählt haben. Wir haben schon wieder eine ausgedachte Vergangenheit, wohlgemerkt immer schön bewusst im Jetzt bleiben. Dann würde ich das genauso glauben. Das ist ja der Wahn der Religionen. Diese Riesenarroganz dieser Protagonisten und immer dran denken, ich, wir verfügen über das, ich bin ja du. Du bist ich. Wir beide verfügen über das Bewusstsein, dass wir nichts und niemanden, den wir uns jetzt bewusst ausdenken, vorwerfen, dass er genauso ist, wie wir ihn jetzt denken. Ein unbewusster Geist hat dieses Bewusstsein nicht mehr. Wenn ich mich als träumenden Geist setze, denke ich mir, ja laufen Sachen aus. Und wenn ich denke mich ja auch selbst auf im Traum und dann bin ich in dem Zustand, dass ich meine, ich habe mit dem, was ich mir ausdenke, überhaupt nichts zu tun und dann sind plötzlich die Schuld an dem schuld und der ist an dem schuld. Ja, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist.